Hello, this is Michael Jackson. Keep Michaeling. Herzlich willkommen bei Michael Jackson Podcast. Mein Name ist Jenny und ich sitze heute zusammen, virtuell natürlich nur, mit Matthias und einer ganz neuen Person hier in unserer Runde, und zwar meiner langjährigen Freundin Vanessa. Und da freue ich mich ganz, ganz besonders drüber, denn wir werden heute in der Folge ein wenig über dies und das sprechen, aber hauptsächlich über Janet Jackson. Das hatten wir schon ganz lange vor. Und dadurch, dass Vanni und ich vor einem Monat eben ein Janet Jackson Konzert besucht haben im Rahmen ihrer Together Again Tour in Chicago, Tinley Park, bot sich das jetzt natürlich an, dass wir die Folge nun aufnehmen. Und ich freue mich, in dieser Konstellation mit euch zusammen zu sein. Hallo! Hallo Jenny! Hallo! Schön, mit euch zusammen zu sein. Ich freue mich auch. Und ich erst. Ja, und dann können wir doch direkt einmal Vanessa fragen, wie sie heute zu uns gestoßen ist und sie sich ein bisschen vorstellen kann heute bei uns hier. Ja, gerne. Also ich bin die Vanessa aus Köln, und wie ich zu euch gestoßen bin, Antwort bei mir ist immer Malibu. Ne? Also ohne den Malibu-Fanclub hätte ich den Podcast gar nicht entdeckt. Und ja, ne, also ich bin ganz, ganz langjähriger Michael Jackson-Fan, unbewusst 1995, als ich mit meinen Eltern an Weihnachten Captain EO geguckt habe. Da war ich aber noch viel zu jung, um zu checken, dass das Michael Jackson war. Und später dann 2001, als so Invincible rauskam, da wurde ich dann aktiv Michael-Fan und habe den Malibu-Fanclub entdeckt und war da eigentlich immer voll aktiv. Genau, ne, da war ich Top 10 Thread-Eröffner damals, ne, zu Malibu-Forum-Zeiten. Ne. Und ja, dich, Jenny, wann haben wir uns kennengelernt? Ich weiß nicht, Ende 2008 oder 2009. Noch vor Michaels so. Tod, genau. Auf jeden Fall, ne, zu den Maredo-Fantreffen und This Is It-Warming-Up-Partys. Da haben wir uns kennengelernt. Und dann natürlich ganz intensiv auf der Domplatte 2009. Ne? So, genau. Ja, und später waren da bei mir die Flashmob-Zeit dran, ne, und so weiter. Ja, da muss ich zusagen, die Vanni, die heißt ja Vanessa, und sie hatte so ein Nickname damals, und zwar hieß sie da Flashnessa, wie eine Mischung aus Flashmob und Vanessa. Und da hieß sie in der Community überall Flashnessa, weil Vanni überall Flashmobs getanzt hat. Genau. Genau, das war echt so ein Jahrzehnt lang oder so, die Flashmobs. Irgendwie zwischendurch habe ich bei Malibu auch mal ein bisschen ausgeholfen, aber immer nur so ein bisschen, mal einen Bericht geschrieben oder was übersetzt. Ja, aber Flashmob-Zeit ist wirklich leider vorbei, ne? Ja, aber ich glaube, seitdem reisen Jenny und ich halt ganz viel. Ne? Wir waren irgendwie überall, da wo They Don't Care About Us gedreht wurde und was weiß ich wo noch. Ja, ne? Und ich verfolge jetzt immer so Malibu natürlich weiterhin und habe jetzt gesehen, dieser geile Podcast hier, na endlich auch ein Michael Jackson Podcast, weil zu Corona-Zeiten bin ich auch ans Podcast hören gekommen. Ja, ne? Und jetzt sitze ich hier mit euch. Wunderbar, und da freuen wir uns total drüber. Ja. Und ich habe ja so unendlich viele Erinnerungen mit Vanni zusammen, weil wir haben wirklich schon so viel erlebt. Und wenn man unsere Reiserouten auf dem Globus mal nachziehen würde, dann wäre das ein ganz dolles Zickzack und Wirrwarr an Linien, wo wir schon mit allen möglichen Verkehrsmitteln überall rumgeflogen, rumgefahren, rumgeschifft sind. Das ist schon Wahnsinn, und uns verbinden halt ganz, ganz viele tolle Erinnerungen rund um Michael und die Jackson Family, weil wir auch beide diese Liebe zu den anderen Familienmitgliedern teilen. Also wir sind nicht nur Michael Jackson Fans, sondern wir lieben alle Jacksons, und deswegen machen wir natürlich auch viel zusammen. Ja. Cool. Also ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes erfahrene Jackson-Fans, ne? Die viel rumgefahren und rumgekommen sind. Das ist schon cool. Schon. Ja, und es ist aber toll, wenn man so jemanden hat, der das mit einem teilt. Ne? Und spannend finde ich jetzt ja, Vanessa, das heißt also 2001 bist du erst so richtig eingestiegen in das Ganze. Und das ist ja... Ja, da war ich 12. Also bist ja wirklich, da war ich 12. Du bist also vorher jetzt auch schwierig. Ja, krass. Ja, okay, genau. Gut. Ja, verständlich. Ja, 12 ist so ein magisches Alter eigentlich für den Einstieg. Das stimmt. Genau. Ja, aber vor allem finde ich es halt spannend, dass du in diesem für Michael ja doch sehr schwierigen Jahrzehnt da reingekommen bist. Ja, und das stimmt. Dann bis heute so drin bist. Ja, mein erstes Michael Jackson Fantreffen war auch auf der Domplatte wegen den Anschuldigungen, ne? So eine Demo, die wir gemacht haben. Ne? Wow. Ja, aber da war auch Ernest Valentino zum Beispiel dabei, so ein Imitator hier aus Köln, der immer im Phantasialand aufgetreten ist. Also direkt
die krassesten MJ-Fans ever da getroffen. Ja, das war dann, glaube ich, Ende 2004, glaube ich, ja, wo ich die ersten Michael-Fans getroffen habe und dann auch Freunde fürs Leben gefunden habe, bis heute. Ja. Cool, echt cool. Genau. Und bei Reisen fällt mir jetzt ein, Jenny, du kommst jetzt gerade von einer Reise, die du nicht mit Vanessa unternommen hast, Das gibt's zurück. auch. Das Es gibt's gibt's auch. auch. Nicht Und oft, aber manchmal. Ja. und die, ich weiß nicht, ob das der Anlass war, aber auf jeden Fall war es jetzt über einen besonderen Tag. Also für alle ZuhörerInnen da draußen, wir nehmen heute auf am 27.06. Und das ist. Der 27.06. ist ja schon ein besonderer Tag. Heute vor 24 Jahren, auf den Tag genau, war Michael Jackson and Friends in München. Oh, Da, stimmt. das fand ich. Und 7 Jahre zuvor, auf den Tag genau, war die Eröffnung der Dangerous Tour, auch in München. Ist ja Also ein richtiges 92, Lexikon. 24.06. ist dann. Ja, also ich meine, bei Jackson and Friends war ich dabei und das ist für mich irgendwie so, hat sich eingebrannt. Ja, dabei habe ich auch heute meinem Kumpel geschrieben, hier, weißt du, vor 24 Jahren waren wir da und so. Das ist einfach echt cool. Aber vor 2 Tagen war ja ein trauriger Jubiläumstag und da warst du, Jenny, in In Berlin, Berlin, richtig? aber das war gar nicht wegen dem Tag unbedingt. Also es war so, dass meine Freundin Anna und ich, sind eigentlich auch mittlerweile Wannis Freunde, wir haben da Freunde in Berlin vor 4 Jahren gefunden quasi, also eigentlich in Castrop-Rauxel kennengelernt auf einem MJ-Event und daraus ist eine Freundschaft entstanden, Sadie und Erik, und der Sadie ist halt auch Michael-Tänzer. Ja, da ist halt eine große Freundschaft draus entstanden und wir versuchen uns halt immer regelmäßig zu besuchen. Mal kommen die Jungs zu uns oder wir fahren hin. Und jetzt war es so, dass meine Freundin Anna an dem Wochenende quasi Strohwitwe war, weil ihr Lebensgefährte auf Geschäftsreise war und sie dann gesagt hat, Mensch, da möchte ich nicht allein zu Hause sein. Jenny, wollen wir was machen? Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn? Dann haben wir gesagt, das wäre doch mal eine gute Gelegenheit, mal wieder unsere Jungs zu besuchen. Und dann haben wir die beiden gefragt, habt ihr an den Wochenenden Zeit? Jo, das würden sie sich für uns freihalten. Und dann sind wir eben nach Berlin gefahren. Und das bot sich natürlich jetzt an, dass an dem Sonntag eben dann auch Michaels Todestag war. Und wir dann eben auch erfahren haben, dass sich da die Fans an dem Michael-Bäumchen in Berlin am Tiergarten treffen. Und das war sehr, sehr schön, weil man dann auch wieder viele kennengelernt oder viele gesehen hat, die man sonst über die Jahre halt schon immer getroffen hat auf irgendwelchen Michael-Events. Chrissy, Steffi, Martina, Fanny, du kennst die auch alle. Und Ja, das ja. war dann schön, die alle mal wiederzusehen und Zeit miteinander zu verbringen und auch neue Gesichter zu sehen. Da war auch ein junges Mädel, die heißt Freya, die auch den Podcast so supportet. Und sie sagte dann, dass du heute hier bist. Nein, und wie schön. Und ich so, okay. Und das ist immer schön, wenn man dann wieder neue Leute sieht, junge Leute, die dann auch wieder so neu zur Community hinzukommen und dazustoßen. Und wir hatten auch so viel Cool. Glück mit dem Wetter. Wir konnten die ganze Zeit draußen auf der Wiese sitzen, Michael hören. Jeder hat ein bisschen was zu essen mitgebracht. Also es war dann wie so ein großes Picknick. Und ja, das war richtig schön. Und ich hätte mir jetzt keinen besseren Weg vorstellen können, den Tag zu verbringen, weil ich finde es immer schade, wenn man so ganz alleine ist und nicht mit anderen Fans zusammen ist. Also entweder bin ich oft mit einem Fan zusammen oder man ist auf Events. Letztes Jahr war ja in den Dirk-Studios das Event über Michaels Todestag, also in dem Oh ja, stimmt. Zeitraum. Genau. Und dieses Jahr war das jetzt eben auch irgendwie Zufall, dass ich dann da sein konnte und das passte ganz gut. Was habt ihr gemacht an dem Wow. Tag? Ja, Vanessa, bitte. Ja, okay, ich habe eigentlich weniger was an dem Tag gemacht, sondern an dem Abend davor. Ich habe meinen Freund nämlich ertappt, wie der so auf seinem Handy sich irgendwelche Michael-Sachen anguckt. Ich so, was machst du denn da, ne? Weil mein Freund habe ich jetzt nicht als Michael-Fan kennengelernt, aber durch mich kommt er da quasi nicht drum rum, ne? Aber er selbst hatte halt am Samstag irgendwie sich so Michael-Sachen angeguckt. Ich so, Moment mal, wir können auch richtige Michael-Sachen gucken, nicht so blöd auf dem Handy. Ja, und dann haben wir uns Samstagabend ganz viele Michael-Interviews angeguckt, ne? Jetzt ein bisschen leise sagen, das Oprah-Interview haben wir uns angeschaut und auch viele andere, ne? Aber es war richtig schön, wieder das ganze Oprah-Interview zu sehen, weil mein Freund hatte halt nur so Ausschnitte davon gesehen, ne? Wie der Beatboxing macht und so von Who Is It oder den Moonwalk, die er einmal zeigt, ja. Und dann haben wir uns das ganze Interview angesehen, ne? Elizabeth Taylor kommt ja auch mal ganz kurz, hatte ich auch voll vergessen. Das war einfach schön, mal wieder so Interviews
zu schauen und so in den 25. Juni reinzustarten. Also das habe ich dann so gemacht, ne? Genau. Schön. Das ist cool. Ja. Ja, ich mag das Interview aber auch. Ich muss auch sagen, ich habe erst durch das Interview den Moonwalk gelernt, weil er es da so ganz kurz erklärt. Ne? Er sagt ja dann mit diesem Pushing und dann siehst du die Füße und dann habe ich das nachgemacht. Erst dadurch habe ich das gelernt. Ah, lustig. Fand ich sehr gut. Ja, und ich meine, Oprah kann man sich ja wegdenken. Ich meine, Michael ist so toll in dem Interview. Er sieht toll aus, er ist gut drauf. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall zu schauen und ich kann über Oprah da hinwegsehen, weil ich mir denke, Michael ist einfach so toll und wie du schon sagst, Vanessa, dass dann da auch Elizabeth Taylor dazu stoßt und so, das finde ich toll. Ja. Man lernt viel in dem Interview und man lernt auch viel darüber, wie man es nicht macht, also was Oprah so für Fragen gestellt hat, wo man sich denkt, ehrlich, ne, so, und wie schön Michael aber dann darauf reagiert, das fand ich dann wiederum so toll, dass ich mir denke, Mensch, der wurde nie fuchtig, der wurde nie böse und hat gesagt, warum fragst du mich denn sowas und so, sondern immer noch auf so eine höfliche Art hat er dann bestimmt ihr zu verstehen gegeben, eigentlich fragt man sowas nicht. Ne? Und, und das war jetzt lustig, das auch mit meinem Freund zu gucken, weil das ist ja noch nie komplett geguckt und ist jetzt nicht der Michael-Fan und meinte, boah, die Oprah unterbricht den ja total voll oft, voll unhöflich. Und dann haben wir auch das mehrere Interviews gesehen mit Lisa Marie Presley. Ne? Und wir beide sind einfach der Meinung, also Michael ist wirklich voll dabei und voll mit Lisa so, aber Lisa irgendwie so gar nicht so wie so, keine Lust. Also mein Freund meinte, man merkte nicht so, dass die so ein Paar sind. Ja, oder vielleicht ist sie einfach so, ich weiß es nicht, was mit dieser Marie Presley ist. Naja, aber war auf jeden Fall spannend, das alles mal wieder zu gucken. Schön. Wow. Ja. Das ist ja eine schöne Idee mit Interviews. Das mal was ganz anderes, ne? Weil Konzerte, das haben wir schon alles geguckt und Moonwalker und er wollte Ghost gucken und Captain EO, das haben wir natürlich vorher gemacht, aber dann die Interviews auch noch. Ja. Ah, cool. Ja. Genau. Bei mir eigentlich ähnlich, wie du sagst, auch jetzt am 25. selbst jetzt nicht so speziell dazu, aber so das ganze Wochenende stand bei mir, inklusive dem heutigen Tag, natürlich ganz unter Michael Jackson. Sehr schön fand ich, dass ich am Freitagabend bei einem Schulkonzert sozusagen Gaststar war. Wir hatten ein Bläserkonzert bei uns, wir haben so Bläserklassen und dann war großes Konzert, die Fünfer haben gespielt, die Sechser, Siebener, Achter und so und die SechstklässlerInnen, die haben unter anderem dann Man in the Mirror gehabt und haben schon im Februar oder so zu mir gesagt, dann sie müssen da unbedingt singen und die Leiterin da, die ist da auch ganz, war da auch ganz angetan von, hat gesagt, oh ja, dann kündigen wir dich als Stargast an und das war halt richtig schön, so Saal gestoppte voll und ich meine, das ist eine Schule mit 1300 Leuten und dementsprechend war natürlich auch viel los und dann haben die das auch in der Moderation so schön mit reingebracht, haben erst ein bisschen was zum Song gesagt und dann hieß es, und es ist uns eine große Ehre, und jetzt auf die Lücke kommt es an, die fand ich nämlich besonders lustig, es ist uns eine große Ehre, als Gaststar den großen Michael Jackson Fan und Kenner Matthias anzukündigen. Ja, das fand ich ganz, ganz witzig, schön, weil wirklich den Gaststar Michael Jackson Fan, fand ich sehr lustig. Ja, nee, cool. Und das war halt eine richtig schöne große Sause. Und einen Tag später, am Samstag, kam dann die Sonderfolge vom Podcast, die wir jetzt seit neuestem haben, die ich mit Vanita gestalten durfte. Behind the Songs haben wir es ja momentan genannt. Und die kam ja eigentlich aus der Not heraus, aber irgendwie fand ich das ganz schön, da an dem Tag dann noch das zu zelebrieren. Das war bei mir so um den Todestag rum. Schön. Fand ich ganz schön. Ja. Michaeliger geht's ja nicht. Apropos Michaeliger, wir haben so ein Verb kreiert. Michaelig, irgendwas Michaelig machen oder es ist Michaelig, nur zur Info, falls manche Hörer verwirrt sind. Also, ich glaube, es gibt sogar noch ein paar andere Leute mehr, weil ich habe es mittlerweile jetzt echt von mehreren auch gehört. Okay. Und selbst der Kai sagte irgendwann mal Michaelig und ich denke, das Wort kenne ich doch. Also das hat sich wohl doch schon rumgesprochen in der Community. Okay, das ist ja gut. Passt doch. Ja. Passt sehr gut. Jetzt fällt mir noch gerade ein, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Jenny, angefangen haben wir eben mit deiner Reise ohne Vanessa, aber nach der Janet-Reise von euch, wart ihr ja auch noch in Paris. Genau. Ich glaube, da könnt ihr auch noch kurz was zu sagen. Ja, also da war ein Candlelight-Konzert, also das ist so eine Reihe von einem Veranstalter, der FIVA heißt, also FIVA Entertainment, und ich hatte da eine Einladung über den Malibu Fan Club für bekommen, weil sich das in Deutschland noch nicht so rumgesprochen hat.
und die halt sagten, okay, wir möchten gerne, dass mal jemand dabei ist, der vielleicht einen großen Zugang zur Community hat und den Fans dann nach dem Konzert mitteilen kann, lohnt sich das nicht, was hat man zu erwarten, weil oft weiß man nicht, Candlelight-Konzert, was ist das und was erwartet einen da? Singt da einer, tanzt da einer oder auch nicht? So, und dann habe ich gesagt, ja, okay, gerne. Und ich hatte dann zwei Daten zur Auswahl, zwei Städte und eine war Paris. Und Paris ist eben eine meiner Lieblingsstädte und ich weiß von Vanni auch. Und da habe ich gedacht, okay, da fährst du hin, weil es ist ganz gut erreichbar eigentlich. War sogar kürzer als nach Berlin von uns aus. Und Vanni steht halt auch total auf klassische Musik. Und eben auch auf Michael und die Jackson 5. Es ging ja um die Jackson 5 dort an dem Abend. Und da habe ich gedacht, wen kann ich anders fragen als Vanni? Und dann sagte sie sofort, okay, alles klar, das machen wir. Und wie wir das so oft machen, rein ins Auto, losgefahren und ein schönes Wochenende in Paris. Ein schönes Wochenende in Paris verbracht. Und das war wunderschön. Also es ist wirklich so ein Konzert im kleinen Rahmen, nicht zu viele Leute und immer in einer richtig beeindruckenden Location. Also die suchen sich immer bekannte Gebäude aus, sehr romantische Kulissen. Und dort wird dann alles mit Hunderten, ich glaube sogar es waren 1000 LED-Lichter, wird dann alles geschmückt mit Kerzen in LED-Form. Dann ist eine Bühne in der Mitte und dort war jetzt in unserem Fall ein Piano, ein Kontrabass und eine Geige. Vorhanden. Drei ein Musiker Flügel, Spitzen. Wenn ich hinzufügen darf. Ein ganzer richtig, Flügel. Genau, Piano steht ja nur so an der Wand, an der Ecke. Ein Die ganzer Fachfrau. Flügel. Du hast auch direkt gesagt, sind das zwei, weil das so ein riesen Megaflügel war. Stimmt, das war so riesig. War nur einer, genau. Weil wir hatten direkt die besten Plätze. Absolut, genau, ganz wir hatten vorne die erste Reihe. Plätze. Ja. Genau, und das war am Palais Royal, das ist in der Nähe vom Louvre und die Location war halt super, super schön. Alleine so, wenn man da sitzt und hat diese ganzen altehrwürdigen Gebäude um sich rum und dann wurde, also es fing ja auch erst um 21.45 Uhr an, eben weil da dann die Abenddämmerung kommt und dann wurde eben das Tageslicht immer weniger und die Kerzen gingen an und das war eine richtig schöne, romantische, tolle Atmosphäre. Und ja, das, wir haben es absolut genossen und ich glaube, Vanni war auch begeistert. Und ne? Wie, ja, also ich liebe ja klassische Musik und alles und ich war auch auf so vielen Konzerten, also von ganz verschiedenen Künstlern und wenn man sich das anhört, also das war ja, wie du gesagt hast, ne, ein Flügel und einer auf dem Cello oder Kontrabass, wie auch immer, das weiß ich mir jetzt nicht so genau und eine Geige, das war's, ne? Ja, genau. Die drei. Diese drei Sachen. Genau. Mhm. Und zum Beispiel Heartbreak Hotel wurde ja auch gespielt, ne? Mhm. Ja, oder? Genau. Und da der Anfang war 1:1 halt nur in live, ne? Mhm. Also die haben perfekte Stücke gewählt, die man genau mit diesen Instrumenten spielen kann. Und da ist bei den Jacksons und Michael super viel dabei. Und das war echt Wahnsinn. Also. Und wir fanden es halt auch gerade mal richtig gut, weil das auch diesmal um die Jackson 5 ging. Und ganz selten hat man Veranstaltungen rund um die Jackson 5, also es gibt ganz viele Michael-Jackson-Veranstaltungen, was ja auch toll ist. Aber die Jackson 5 fallen oft so ein bisschen zurück und die bekommen nicht so viel Aufmerksamkeit. Und dass dann echt mal so Lieder gespielt wurden, die man eben sonst nicht so oft hört, wie zum Beispiel I Am Love von den Jacksons und so. Mhm. Das war was ganz Besonderes und die Leute sind auch richtig mitgegangen, die haben richtig mitgemacht. Es wurden auch ein paar Solostücke von Michael gespielt, als dann zum Beispiel Don't Stop Till You Get Enough kam, sind die Leute wirklich in diesem Rahmen halt ausgerastet. Also es und haben das mitgemacht. Also genau. Das haben wir nicht mal mitgemacht. Okay, die bleiben jetzt alle ganz steif sitzen, weil so klassisch und auf einmal kam da richtig Schwung auf und die Leute stammten auf teilweise. Das war auch schön anzusehen. Und das war mal etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich habe auch einen langen Bericht mit Fotos auf der Malibu Facebook-Seite darüber verfasst und geschrieben, so wie es ja auch erwünscht war. Und ich glaube, ich konnte so auch gut mitteilen, dass man da, wenn die Aktion mal nach Deutschland kommt, dass da auch die Leute hingehen können. Weil selbst wenn man mit klassischer Musik vielleicht nicht ganz so viel anfangen kann, so ist es doch wirklich ein ganz, ganz schönes Ambiente mit der Musik, die man mag, neu interpretiert. Und ich fand es halt auch so toll, dass man die Gesangsstimme mit der Geige so ersetzen konnte. Also die Geige spielte dann quasi Michaels Stimme. Und das hat so gut funktioniert. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und dann haben wir das Wochenende danach natürlich noch genutzt, um uns in Paris ein bisschen anzuschauen, eine Bootstour auf der Seine zu machen. Ja, das war schön. Genau, das hat sich wieder richtig gelohnt. Ja,
Wahnsinn, ja. Echt stark. Und jetzt, ich hatte noch ganz viele Fragen, die ihr jetzt aber alle quasi schon beantwortet habt bei euren Ausführungen. Eins würde mich jetzt noch interessieren, wie viele Leute waren denn da ungefähr? Also sind das dann, ich frage jetzt, also nur von der Größenordnung her, ihr müsst jetzt nicht einzeln gezählt haben, aber sprechen wir jetzt hier von 50, von 150 300? Oder von 500? Ich hätte auch jetzt gesagt so 300 Leute. Okay. Ja, ungefähr, okay. Ne? Genau, die war, ja. Das war halt im Viereck um die Bühne in verschiedenen Reihen. Genau. Und es war ausgebucht auch, also es war ausverkauft. War auch schön zu sehen, das fanden wir gut. Und ja, also und dann, was ich auch sehr interessant war, war, dass die Musiker gesagt haben, dass es so schwierig für die drei war, die Jackson 5 zu interpretieren, weil das ja 5 Stimmen sind. Mhm. Und die drei halt versuchen mussten, alles einzufangen und dass das eine Herausforderung für die drei war, haben die aber super hinbekommen und die haben wirklich Standing Ovations bekommen, die haben noch 2 Zugaben gespielt, das war richtig, richtig schön. Toll. Mhm. Das war echt ein super Candlelight-Konzert, ja. Ja. Würde ich mir jederzeit wieder anschauen. Absolut empfehlenswert. Anhören. Ja. Ja. Okay, und abschließend gerade noch die Frage, das ist in Planung, dass das auch vielleicht nach Deutschland oder in andere Länder kommt? Oder, ja, also der Veranstalter plant oder kann sich vorstellen, auch solche Konzerte in anderen Teilen Europas und auch in Deutschland zu machen. Hofft halt nur auf Feedback, dass dann auch Leute wirklich kommen. Und ich habe dann halt nur geschrieben, dass ich glaube, dass wenn man auch in Deutschland eine schöne Location aussucht, dass dann wirklich auch entsprechend die Leute hingehen würden. Sei es in Köln am Dom oder in München gibt es so viele schöne Locations, wo man hingehen kann. Eigentlich ja in jeder größeren Stadt findet man bestimmt einen tollen Platz oder ein Gebäude, wo sich das auch anbieten würde. Und ich habe auch gesagt, ich würde auch denen helfen oder versuchen zu helfen, das ein bisschen zu organisieren oder aber auch die Fans so ein bisschen daran zu bringen. Vielleicht gelingt es ja und habe dann da meine Kontaktdaten hinterlassen und gesagt, so, bitte informiert uns, wenn ihr sowas plant, weil wir würden auf jeden Fall nochmal gehen. Genau. Ja, oh, cool. Mhm. Oh, das wäre schön. Da drücke ich die Daumen, dass ihr uns diese tollen Musiker oder dieses tolle Projekt dann auch hier in die Nähe bringen könnt. Das fände ich wirklich großartig. Schön, ja. Cool. Ja, ich muss sagen, wir sind gerade ziemlich fleißig. Wir haben ganz viel gemichelt. Jetzt haben wir die Jacksons oder Jackson 5 gehabt. Ja. Und dann können wir jetzt zu unserem heutigen Hauptthema, Special-Thema Janet kommen. Das finde ich gerade ideal. Und ihr habt Janet ganz frisch im Herzen durch das Konzert. Und ich habe keine Ahnung, wie sehr Janet für die Hörerinnen und Hörer da draußen, sichtbar ist oder wie weit sie bekannt ist. Ich habe mir vorgenommen, eine kleine Einführung zu machen, aber bin, weil ich gerade im Finale des Schuljahres stecke, nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte. Das heißt, ich muss es ein bisschen improvisieren und hoffe und lade euch zwei auch ein, gerne hier und da mal einzuhaken, dass man so ein bisschen was einfach zu Janet erfährt. Was habe ich mir denn da so rausgeschrieben? Ich lege einfach mal los. Die ersten 5 Zeilen habe ich einfach von Wikipedia übernommen. Das ist wahrscheinlich so das Erste, was man von ihr findet, wenn man im Internet sucht. Da steht hier Janet Damita Jo Jackson, geboren am 16. Mai 1966 in Gary, Indiana, ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin, Tänzerin und Schauspielerin. Das finde ich auch sehr spannend. Ihre 5 älteren Brüder wurden als Jackson 5 bekannt, von denen haben wir eben schon gehört. Ihr Bruder Michael Jackson, der dürfte den meisten auch bekannt vorkommen, war einer der erfolgreichsten Popmusiker. Mit mehr als 160 Millionen verkauften Tonträgern zählt Janet Jackson zu den erfolgreichsten Sängerinnen. Sie ist darüber hinaus 5-fache Grammy-Preisträgerin und seit 2019 Mitglied der Rock'n'Roll Hall of Fame. Das ist so das, was man erstmal so ganz allgemein findet. Und dann habe ich mir hier ein bisschen aufgeschrieben. Sie ist das jüngste der vielen Kinder von Joe und Catherine Jackson. Hier steht jetzt das jüngste der 10. Jetzt muss ich noch gerade überlegen. Es ist ja immer die Frage, ob man ob sie den Zwilling mitzählen oder nicht. Wessen Zwilling ist? Marlon und Brandon. Marlon. Marlon hätte noch einen Zwilling, Brandon, aber ist ja genau, nicht. Richtig.
Genau, deswegen, ja. manchmal werden die wird mitgezählt. Mhm. Deswegen. Ja, dann sind es okay, 10, sonst sind es ja nur 9, ne? Mhm, genau. Richtig, genau. So. Deswegen, ja. deswegen genau. auch so als Info ja. dazu. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, mit 8 Jahren, also 1974, war sie erstmals mehr oder weniger in Las Vegas auf der Bühne bei einer der vielen mittlerweile ja schon legendären Shows, die Variety Shows, die gucken Jenny und ich immer sehr gern. Ja, ja. ihr guckt die gern. Ich glaube, Tim kann sie absolut nicht ausstehen. Ich glaube, der mag das nicht. Wir singen immer das Intro mit Wonderwall. Ja, ja. Egal. Wir gucken es ja. immer dann, wenn wir so seichte Unterhaltung brauchen. Also wenn wir zum Beispiel auf einer Jackson-Party genau. abends waren, morgens aufstehen und in den Tag kommen müssen und beim Kaffee sitzen. Da greifen mit Cornflakes. Wir oft zur Variety-Show. Genau. Ja. ja, richtig, genau. Sehr geil. Ja, ja. Ja, also genau. da ist natürlich die 8-jährige Janet, ich meine, die haben sie ja da auch in Kleidchen gesteckt ja, und ja. auf in Schüchen gepackt und sonst wie. Aber die hatte auch wirklich, auch wenn sonst über das schauspielerische Talent der Brüder ein bisschen belächelt wird, Janet kommt ja immer gut bei weg. Ich meine, die ist ja schon ja. als 8-jährige da so professionell auf der Bühne, wie die da abgeht, ist schon echt beeindruckend. Die stellt ja, ja dann auch, kommt da als Chair, als Mary Osmond oder sonst was da auf die Bühne, ist schon sehr beeindruckend. Ja. Dann zu hören ist sie auch dann anfangs in den frühen 80ern auch als Background-Sängerin. So ist sie ja zum Beispiel bei PYT mit LaToya zumindest dabei, meine ich. Ach ja, sagt stimmt. Genau. Ist Rebe eigentlich auch dabei beim Gesang? Das weiß ich nicht. Also ich weiß nur von LaToya und Janet. Ich meine nur LaToya und Janet. Und Gerüchte gibt es, dass es wohl mal so einen Versuch gegeben haben soll, eine Art Mädelsband der Jacksons zusammenzutrommeln. Also Rebe, LaToya und Janet. Aber das, ja, ich kenne es nur aus dem Bereich der Gerüchte. Genau. Spannend wird es dann aber 82 und 84. Also 1982, 1984 kommen die ersten zwei Alben von Janet raus. Mhm. Das eine heißt Janet Jackson, das andere ist Dream Street. Die nenne ich jetzt einfach mal so der Vollständigkeit halber, aber richtig los geht es eigentlich erst 1986 mit dem Album Control. Ja. So seht ihr das, denke ich mal, auch. So sieht's aus. Sie war ja dann bei den ersten beiden Alben noch als Manager hatte sie ihren Vater. Richtig. Genau. Und dann haben die Alben ja nicht so einen Erfolg gebracht. Und Joseph war natürlich damit auch ein bisschen unzufrieden. Und sie war unzufrieden. Also das Ganze passte nicht so richtig. Und dann hatte sie sich ja gewagt, quasi da rauszugehen und ihrem Vater zu sagen, das möchte ich nicht mehr. Und dann kam es ja auch schon zu der Zusammenarbeit mit Jimmy Jam und Terry Lewis, ich glaube Terry so. Lewis, ne? richtig, genau, genau, richtig. Richtig. Und das ist ja bis heute genau. mit Unterbrechungen. Absolut. Und da habe ich hier auch Zitat von ihr noch. Sie kommentiert das nämlich, also dieses, ich nenne mal das Album Control als ihr erstes eigenes Ausrufezeichen und der richtige Durchbruch kommt dann meiner Meinung nach mit dem Album danach. Mhm. Und da das Zitat zu 1986 zum Control-Album ist von ihr: Ich wollte weg von zu Hause, weg von meinem Vater. Das ist genau das, was du eben sagtest, Jenny. Für mich, sagt Janet, war das Schwierigste, meinem Vater zu sagen, dass ich nicht mit ihm arbeiten will. Mhm. Und innerhalb von 6 Wochen, so heißt es dann hier, produzierte sie dann mit Jam und Lewis ihr drittes Album, aber ihr erstes eigenes, so möchte ich es mal sagen. Da Control. Passt ja auch der Titel, ne? Control. Ja. Absolut, richtig. Singt genau. sie auch. Das ist, so, ne? Der Titelsong, ja, genau. der sagt ja alles aus. Ja. This is a story richtig. About auch Control. Yes. Da geht's los, genau. Auch im, Video, auch im Video ist da ja auch was von zu spüren. Mhm. Ich glaube, das ist doch dann sogar mit dem Auszug mehr oder weniger. Ne? Genau. Und ja. Für die Michael-Fans einfach nur nochmal klar machen, 1986, das Album Control, das wichtige Album für Janet Control, ist also quasi nach der Thriller-Ära, nach der Victory-Tour und relativ unmittelbar vor der Bad-Ära, dass man sich das einfach nochmal ungefähr planen. Parallel zu Captain EO, wenn ich mal so einklinken stimmt. darf. Ja, absolut, ja. stimmt. Ja, genau. genau. Richtig, absolut, ja, ja stimmt. Ja. Hast recht, genau. Und dann, jetzt schon groß angekündigt, der große Durchbruch 1989, der kommt dann eben mit Rhythm Nation. 1814. Ja. 1814, ganz genau. Das ist schon... Das ist ein Wahnsinnsalbum. Also, werden wir auch bestimmt gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ich bin auch gleich mal gespannt, wie ihr so zu Janet gekommen seid und was so Lieblingsalben sind. Aber könnt mir vorstellen, dass das gleich auch nochmal genannt wird. Rhythm Nation.
Dann haben wir einen kleinen Sprung, zeitlichen Sprung. 93 kommt dann das Album Janet. Das ist für mich ganz spannend. Mhm. Das werde ich nachher auf jeden Fall nochmal erwähnen. Und jetzt gehe ich einfach nochmal durch. Also das Album Janet ist insofern interessant. Das ist dann 1993. Das ist nach, oder das ist ja mitten in der Dangerous-Ära aus Michaels Sicht. Mhm. Und gleichzeitig auch in dem Jahr, das für Michael ja so fulminant beginnt mit Super Bowl-Auftritt, mit dem Oprah Winfrey-Interview und so Dingen, aber eben halt auch das Jahr mit den Anschuldigungen. Ja. Und in diesem Jahr ist Janet mit dem gleichnamigen Album voll durchgestartet. Mhm. Und die anderen zähle ich jetzt nur noch kurz auf. Wir haben 1997 das Album Velvet Rope. Da sprechen wir vielleicht auch nachher nochmal kurz über die Tour oder über das Konzert. Das ist durch die Live-Aufnahme ist das, glaube ich, recht berühmt und bekannt geworden. Mhm. 2001 All For You, 2004 Damita Joe, also nach dem Zweit- und Drittnamen. Und 2006, jetzt bin ich gespannt, wie würdet ihr das Album aussprechen? 20YO? Oder heißt 20 es Years 20 Old. Years? 20 Years Old. Ja, genau. Aber, genau. Aber, so auf, dem Albumtitel, ich, ne? genau. Ja, aber auf dem Albumtitel steht wirklich nur Y.O. Richtig, also ich habe immer 20 Years Old gesagt. Ja, so heißt es, glaube ich, auch, ne? Ja, ich denke schon. Ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, es auszusprechen. Mhm. Ich habe es immer nur gesehen. Aber es steht für 20 Years Old. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, wir haben eben davon gesprochen, dass 86 ihr erstes eigenes Album rauskommt. Mhm. Eigentlich das chronologisch das dritte, aber es ist ihr eigenes erstes. Mhm. Und 20 Jahre später, 2006, kommt dann eben das Album 20 Years Old. Dann haben wir noch 2008 Discipline. Wird das so ausgesprochen im Englischen? Mhm. Discipline. Discipline und 2015 Unbreakable. Das ist ja das erste und bisher einzige Album nach Michaels Ableben. Mhm. 2015. Ne? Wenn wir jetzt mal davon gibt es nämlich auch noch einige, wenn man jetzt mal von Compilations und sowas absieht. Ja. Sie hat nämlich außer diesen Alben eben auch Remix-Alben. Mhm. Zwei Remix-Alben gibt es und drei Compilations. Die eine, die hat mich damals sehr beeindruckt, das war die Design for a Decade. Genau. Sie hat nämlich ihr Decade-Album, was Michael immer richtig machen wollte. Ne? Aber sie hat ihr Decade-Album. Mhm. Ja, und sonst halt noch zu erwähnen, dann bin ich auch fertig, ist, dass sie in einigen Filmen mitgespielt hat und auch wirklich von der Kritik her immer gelobt wurde. Einen Film habe ich davon auch im Kino gesehen. Mhm. Ich war immerhin im Eddie Murphy-Film drin. Mhm. Das war der verrückte Professor Teil 2 im Jahr 2000. Den habe ich damals gesehen. Ihretwegen bin ich reingegangen. Und 2004 war dann der legendäre Super Bowl-Auftritt. Mhm. 2004, ich glaube schon. 2004. Dann 2017 hat sie mit 50 Jahren ihr erstes Kind bekommen. Also ihr Kind bekommen. Und letztes Jahr ganz groß im Gespräch Janet durch ihre Doku. Mhm. Mhm. Die war letztes Jahr, ne? Mhm. Letztes Jahr war die, genau. Das soweit meine jetzt so zusammengeschusterte Einführung zur Person Janet Jackson. Ja. Wo du nur eben Filme gesagt hast, da kommt mir direkt immer als erstes in den Kopf Poetic Justice mit Tupac. Ne? Ja. Das ist ja auch was Legendäres, weil wer hat bitte mit Tupac gedreht? Also wollte ich nur noch mal so eben einwerfen. Der wurde auch von der Bravo damals groß, ich möchte nicht sagen promoted, aber der war wirklich Gesprächsthema. Ich habe den Film einmal, glaube ich, gesehen. Ich habe ihn letztens erst noch gesehen, deswegen dachte ich direkt dran, ja. Ich habe ihn nur einmal gesehen und sie sieht auch so unverschämt gut aus in dem Film, muss ich jetzt einfach mal als Mann sagen. Gesehen habe ich ihn, aber für mich, wie gesagt, ganz besonders in Erinnerung bleibt eben der Kinobesuch. Das konnte man bei Poetic Justice, konnte man das gar nicht machen, der lief hier gar nicht, glaube ich, oder? Ich bin so jung dafür, Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Also, und auch bei den anderen Filmen, die waren ja dann eher in den USA groß, wie diese Why Did I Get Married und Why Did I Get Married 2, wo sie aber auch super schauspielerische Leistung zeigt. Der erste war ja auch kurz nach Michaels Tod und da konnte sie wirklich auch so diese so dramatische Szenen richtig gut rüberbringen, hat auch da richtig geweint und hat da eine Szene, wo sie quasi fast so einen Zusammenbruch hat. Und den kriegt sie so gut hin und sie hat auch hinterher gesagt, es fiel ihr gar nicht schwer, weil sie noch so unter diesem
Mantel des Entsetzens über den Tod von Michael stand und so auch in dem Film was rauslassen konnte. Das merkt man der Szene auch so an. Also das sind auch sehr, sehr emotionale, gute Filme. Und dann gab es ja auch noch Four Colored Girls, wo sie auch noch mitspielt, mit kurzen Haaren, Business Lady. Stand ihr auch gut, die Rolle. Und ich glaube, da kann man sie auch wirklich in verschiedenen Rollen gut einsetzen, weil ich nehme ihr diese Schauspielerei auch wirklich ab. Also das macht sie richtig gut. Das kann sie gut, genau. Der Vollständigkeit halber gerade noch die deutschen Titel dazu. Why Did I Get Married? Heißt im Deutschen auch Liebe macht mal Ferien. Ach, lustig, genau, die Übersetzung, so. Ja. Ja, ja, richtig. Genau. Ja, und genau. Die anderen, muss ich gerade sagen, das eine, ich habe ja vom verrückten Professor gesprochen, also Nutty Professor 2, heißt im Deutschen Familie Klamps und der verrückte Professor. Und ganz schön finde ich, du hast, Jenny, eben von Four Colored Girls gesprochen. Das hat immerhin einen deutschen Untertitel, und zwar Die Tränen des Regenbogens. Ach ja, okay. Okay. Poetic Justice bleibt wahrscheinlich so. Ja. Richtig, genau. Da gibt es nichts. Daher auch meine Vermutung, dass es da wohl auch keine wirklich deutsche Aufführung gab. Ja. Aber Und apropos Filme zu Janet, nur noch. Ich erinnere mich, werde ich nie vergessen, Janet war ja auch hier bei TV Total in Köln, bei Stefan Raab damals, was ist anderes. Das ist für mich nur so eine krasse Janet-Erinnerung, weil damals wollte ich dahin mit meinen Janet-Mädels und Michael-Mädels, die ich kannte. Ich war aber noch keine 18 und durfte nicht mal mit den Mädels mit Einverständniserklärung der Eltern aus meiner 89 eine 88 machen. Und Schülerausweis war auch nichts. Ja, das war echt blöd. Da saßen dann meine Mädels bei Stefan Raab und ich saß dann da. Okay, aber ich habe Janet da zum ersten Mal gesehen am Hyatt Hotel in Köln. Ja. Ah, okay. Ja, okay. Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen, aber ich hätte sie auch gerne im Studio gesehen. Ja, aber, logisch. Ja. Ne? Und lustig ist ja auch. Zumal das ja nicht weit von euch weg war, ne? Also du als Kölnerin, das ist, die Studios sind doch nicht weit weg. Nee, richtig, nur war ja nie alt genug. Richtiger Käse, gemein, egal. Jenny, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. Alles gut, da ist es ja auch witzig zu erwähnen, weil du ja noch so jung warst, Wanni. Du warst ja eigentlich erst Janet-Fan, richtig? Und dann Michael. Ah, okay. Ungefähr, stimmt, ne? aber zu dem Thema kommen wir gleich noch. Ne? Genau, also deswegen aber passt das auch, dass du da halt noch so jung warst und später dann oder quasi parallel dann irgendwie auf Michael auch gestoßen bist. Und bei mir war halt zuerst Michael, dann ganz lange nichts und dann habe ich mich irgendwann mit den Familienmitgliedern mehr beschäftigt und bin dann von einem auf den anderen gekommen und fand halt wirklich, dass Janet eine unfassbare Künstlerin auch ist und wandelbar und viele kritisieren ja, dass sie vielleicht nicht die größte Stimme hat. Das ist richtig, sie ist jetzt keine Whitney Houston, aber ich finde, die Stimme, die sie hat, ist so weich und schön und sie kann sie so gut einsetzen. Und mit diesem Produzententeam, was sie jetzt die ganze Zeit auch hatte, die schneidern ihr ja quasi die perfekten Songs zu ihrer Stimme. Und da, ich finde, das ist einfach immer schön anzuhören, nie nervig. Es gibt ja auch so weibliche Interpreten, die wirklich die Töne durch die Gegend schießen. So eine Mariah Carey oder so. Ich will ihr gar nicht absprechen, dass sie gut singt. Aber da kann man nicht so lange zuhören. Ich nicht. Ja. Das strengt mich irgendwann an. Und bei Janet, ich kann Janet immer hören. Ich kann sie immer im Hintergrund auch laufen lassen. Ich kann sie auch laut aufdrehen. Es geht immer. Und deswegen. Das Lied China Love finde ich so schön. Da hört man ihre Stimme so gut raus. Und ja. Genau. Aber okay, wenn wir jetzt gerade beim Thema Janet-Fan sind, dann klinke ich mich noch ein oder beende das mal, wie ich Janet-Fan geworden bin. Also ich war ja auch unbewusst Michael-Fan, ne? Mit 95 Captain EO gucken. Ne? So unbewusst war ich auch Janet-Fan. Ne? Damals war ich Bravo- und Minnie-Maus-Leserin. Neben der Mickey-Maus gab es auch die Minnie-Maus, die Mädels. Ne? Da war immer Janet drin. Und jetzt noch kurzer Jackson-Abstecher, Sweetie war auch immer drin, die mochte ich auch immer. Genau, und ich dachte immer, boah, Janet Jackson, die heißt ja wie dieser Michael Jackson, die würden ja gut zusammenpassen, dachte ich früher immer, ne? Wie auch immer, ne? Und irgendwann, dann war ich ja richtig Michael-Fan, 2001, und irgendwann, ach so, ja, Janet, das ist die Schwester, jetzt klar. So, und dann ne, war ich halt Michael-Fan und auch wieder Jackson 5-Fan, Janet und so weiter. Ja. Der Kreis wurde dann größer. Ja, genau. Hat sich dann alles geschlossen. Und als ich. Naja, gut, wir reden über Janet, nicht über Michael, ne? Ja. Ja, doch, aber ich finde es jetzt schon spannend. Aber gibt es jetzt ein bestimmtes Album, einen bestimmten Song, ein bestimmtes Video, durch das Janet-Fan wurdest? Nein, nee. Es war einfach die Minnie-Maus. Es war einfach die Minnie-Maus und die Bravo, genau. Ja, ja. Richtig. Ah, cool.
Aber in der Zeit war es, wann war es? 95 hast du Captain EO geguckt und das heißt also mit dem Janet-Album bist du mehr, ja. Also in der Janet, ja, ganz in genau, der Janet-Album-Ära. Ja, ich glaube, da habe ich Fotos gesehen von, ich weiß nicht, vom auf jeden Fall von der All For You Tour. Da waren immer viele Fotos in der Minnie Maus und da dachte ich mir, boah, voll cool, Jeans, Hose mit einem rosa Hut, ist das cool? Ja, so, ne? Okay, genau. All For You ist dann wieder 2001. Okay, das haut ja, hin. Ja, so das um haut, die Zeit, haut ja, ne? Auch mit Invincible hin, ja, genau. Ja, ganz okay. Genau, ne? Ah, cool. Und ja. Janet, jetzt sag ich schon Janet. Ich wollte Jenny. Gerne, Jenny. Von Jenny zu Janet. Sorry. Ja. Jenny, wie wurdest du denn Janet-Fan? Also, als ich mich dann wirklich angefangen habe, ein bisschen mehr mit ihr zu beschäftigen, weil ich kannte sie dann ja eigentlich nur von Scream und habe irgendwie so unbewusst im Radio halt mal ab und zu was gehört. Habe da aber nicht mich wirklich mit beschäftigt. Und als ich dann wirklich mal so ein bisschen eingetaucht bin in diese Welt rund um Michael herum, auch um die Familienmitglieder, weil wir hatten ja damals bei Malibu auch das Forum und da gab es ja verschiedene Themenbereiche und es gab eben auch ein Thema, das war dann Jackson Family, also alles drumherum, rund um Michael, die anderen eben. Und da musste ich auch immer mitschreiben und ich war ja auch da im Moderatorenteam und musste mich dann ja auch ein bisschen damit beschäftigen, damit ich dann die Leute vielleicht korrigieren kann oder Sachen klarstellen kann oder so. Und ja, dann habe ich mich halt da so ein bisschen eingelesen in Janet und die anderen Jacksons und fand das halt so faszinierend, wie, was das überhaupt für eine Familie ist. Das habe ich im Podcast ja auch schon so oft gesagt, dass ich finde, dass eben dieses ganze Spektrum, diese ganze Jackson Family Dynasty, dass das so was Besonderes ist. Das ist, ja. Wo gibt es das in der Musikwelt, dass so viele Personen aus einer Familie so große Erfolge gefeiert haben? Und ich muss Janet eben auch so hoch anrechnen, und das hat mich eigentlich so ein bisschen auch von ihr überzeugt hinterher, dass ich gesagt habe, boah, da muss ich mal mich mehr mit beschäftigen, dass sie geschafft hat, aus dem Schatten ihrer Brüder und vor allen Dingen aus Michaels Schatten ein Stück weit herauszutreten und ihr eigenes Ding zu machen, weil das hätte nicht jeder geschafft, weil das war ja überpräsent. Und dass sie sich einen eigenen Namen gemacht hat und hinterher ist ja auch aufgefallen, auf ihren Alben stand dann nicht mehr Janet Jackson, sondern nur noch Janet oder eben Davida Joe. Aber sie wollte eben nicht mehr mit den Jacksons verglichen werden, das nicht, aber sie wollte halt damit zum Ausdruck bringen, ich bin Janet und ich schaffe das auch ohne meine Familie. Und ich finde, das hat sie toll gemacht. Und Matthias, wo du vorhin sagtest mit dem Janet-Album, das ist halt eine absolute Emanzipation von ihr gewesen. Also dieses, der Schritt, sie sagte auch selbst letztens in einem Interview, das fällt mir gerade wieder ein, der Schritt von dieser Ära Control, Rhythm Nation, da sagt sie selbst, da war ich noch so komplett angezogen. Da hatte ich ganz viel ab, hab alles verdeckt, sagt sie, und meine Emanzipation als Frau und Sexualität kennenzulernen und das auch nach außen zu tragen und sich nicht dafür zu schämen, das kam mit dem Janet-Album, dass sie Haut zeigte, dass sie sich sexy bewegte, dass, ne, und dann sagte sie auch in dem Interview, ja, die Klamotten wurden dann immer weniger, musste dann selber so lachen, und hinterher wurde es wieder mehr. Aber ich finde, da war sie auch so ein Vorbild für viele, dass man eben zu sich stehen kann, dass man eben auch mal einen Bauch zeigen kann, dass man eben auch mal Dekolleté zeigen kann und so. Und ich glaube, viele Frauen haben sie dann auch damals zum Vorbild gehabt. Und sie hat halt immer sich selbst, sich neu erfunden. Das hat Madonna ja auch. Mhm. Aber ich finde, Janet hat es immer auf so eine noch schönere Art gemacht. Also ein bisschen so mehr mit Klasse. Für mich, ja, das für ist, mich das persönlich. Ganz gut. Ja. Also gerade das Freizügige, was du sagst, das, bei Madonna war das ja doch dann sehr mit der Brechstange. Ne? Ja. Und das war bei Janet insgesamt sehr wesentlich subtiler, muss man sagen. Ja? Das war etwas, bei aller Freizügigkeit dezenter. Genau. Aber die Freizügigkeit nehme ich jetzt mal als Überleitung, um
mich hier ein bisschen zu outen. Man muss zu meiner Schande gestehen, 1993, ich war da 14 und dann kommt Janet mit so einem Album daher, musikalisch der Hammer. Und die Videos, meine Güte. Oh ja. Ich habe es bisher nur einer Person, nämlich dem Tim, dem habe ich das irgendwann mal als Foto geschickt. Aber also hier ist mein Janet-Album, die CD. Ja. Von vorne alles ganz normal. Und hinten habe ich aber was eingefügt. Jetzt kommt's. Und zwar habe ich das wunderbare, was ist das, Rolling Stone Cover. Mhm. Von dem ja auch das Cover stammt. Mhm, ne? Das Rolling Stone Cover ist ja quasi nur der Kopfteil. Mhm, ne? Aber ich habe den wunderbaren Zwischenteil, den habe ich dann in einer kleinen Form irgendwo gefunden, ausgeschnitten und dann hinten da reingeklemmt. Also hätte man eigentlich Original so rausbringen so. Können. Ja, richtig. Finde ich schon, ne? Weil man die Titel immer noch lesen kann. Ne? Mhm. Ja. Also habe ich auch seitdem nicht mehr geändert. Aber das war. Ja. Cool. Also die. Ja. Mit dem Album hat die Frau mich so umgehauen, nicht nur, weil sie so wunderbar aussah, weil ihre Musik so fantastisch klang, die Videos waren ja der Hammer. Mhm. Und also dieses Album wird auf ewig mein Janet-Album sein. Das ist so ein bisschen die Offenbarung wie Dangerous. Mhm. Also 91 Dangerous, 93 Janet und die zwei Alben, also ja. Ich glaube, die muss ich auch mit ins Grab nehmen. Also das gehört, ja. Das gehört für mich voll dazu. Und es ist auch Jenny, du hast ja eben von der Emanzipation gesprochen, eben halt auch musikalisch, meiner Meinung nach. Ja. Also Rhythm Nation ist ein tolles Album, das hat rhythmische Dinge, das hat feinfühlige Songs, aber in dem Ding ist alles drin, in dem Janet-Album. Ja. Da ist ja auch, wenn ich an den Song If denke, da kriege ich immer wieder Gänsehaut. Ich liebe das Video dazu. Ja. Oh, das Video ist der Hammer und auch der Song, was dann auch... Ja. Was da noch auch gerade klassisch passiert, rhythmisch, klassisch, wenn da die Geiger loslegen und diese Frau da oben drüber singt, das kann gern noch, This Time ist es auch noch, was mir auch noch kommt. If und This Time, die zwei Sachen von dem Album, die hauen mich echt immer wieder um. Das ist, krass. Ja, das ist echt, das ist auch so ein R&B-Vibe, das ist wirklich das hat die Zeit so getroffen, den Zeitpunkt, wo sie dieses Album rausgebracht hat, das war einfach perfekt für sie. Und sie hat ja da auch wirklich weltweit große Erfolge mitgefeiert und ist dann ja wirklich zeitweise an Michaels Erfolge herangekommen und hat ihn, glaube ich, an einem bestimmten Punkt auch sogar überholt. Und das, in den 90ern, ja. Richtig. Mhm. Und das zu schaffen, also da muss ich wirklich sagen, Chapeau, Janet. Und bis heute ist sie halt auf dem Markt und Leute rennen zu ihren Konzerten und sie hat ewig kein neues Album rausgebracht und die Konzerte sind ausverkauft. Das muss man auch erstmal machen. Und dann mit einer, als Frau, die Mitte 50 ist. Ja, genau. Was ist 57 ist sie jetzt, ne? Seit Mai, ja, 57. Ja. Ja, schon. Und wie du schon sagst, richtig, sie hat ja seit 2015 ist das Unbreakable-Album rausgekommen. Mhm. Das heißt also seit 8 Jahren ja kein Album draußen. Mhm. Und trotzdem, man kennt sie, man liebt sie, ja. Man hört wer sie kann, der und kann. Besucht sie. Mhm. Ja, wer kann, genau. Wer kann. Ja. Ja. Ich habe jetzt so einen Lobpreis auf Janet, also auf das Album Janet gehalten. Was sind denn eure Lieblingsalben oder, weiß nicht, Lieblingssongs vielleicht? Zwei habe ich jetzt schon genannt, aber... Da lasse ich schon ja einmal eben, den Vortritt. Okay, danke schön. Genau, ich habe ja eben schon gesagt, ich liebe das Lied China Love. Ne? Das ist vom All For You Album, das ist mega. Also All For You Album finde ich super klasse. Ne? Und ansonsten auch Velvet Rope finde ich mega. Und als ich dann damals auch so richtig Janet-Fan geworden bin, ich mochte ja immer schon klassische Musik, immer. Ne? Und war ein Riesenfan von Vanessa May. Mhm. Ne? Also das ist so eine Geigerin aus den 90ern, ne? aus Asien. Ne? Genau, und die hat halt so Geige gespielt, hatte auch Videoclips dazu. Also wer hat bitte denn Geige gespielt und hatte auch einen Videoclip dazu? Also das fand ich mega. Und dann sehe ich nur, Velvet Rope Album und da ist Janet, also und Vanessa May, lese ich das richtig? Mhm. Ja. Ja. Also das war für mich der Knaller. Da waren zwei meiner Lieblingskünstler in einem Lied zusammen. Total cool. Ja, und ansonsten das letzte Album, Unbreakable, finde ich auch traumhaft. Also das ist mega. Wirklich, das sind so meine Lieblingsalben. Ach, natürlich, und Rhythm Nation, klar, sowieso. Ne? Ja. 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 Genau. Ja, bei mir ist es tatsächlich, das glauben immer manche gar nicht, also bei mir ist es wirklich der Meter Joe, das Album, ist mein Lieblingsalbum von Janet, weil ich diesen Vibe in diesem Album, diesen R&B, Hip-Hop-lastigen Vibe richtig feier. Ich mag
diese Sequenzen in dem Album, da gibt es ja diese Island Holiday Mitte quasi in dem Album mit den Island Vibes, mit den Urlaubsfeelings und karibischen Klängen. Ja, das Lied liebe ich auch. Okay. Das lieb ich. Und es sind auch solche, also einfach die Rhythmen, die Melodien auf dem Album lieb ich. Und deswegen finde ich es natürlich auch unfassbar schade, dass das Album so untergegangen ist, weil das ja quasi zeitgleich oder kurz nach dem Super Bowl erschienen ist und hat dann nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die man sich gewünscht hätte oder die Janet sich vielleicht gewünscht hätte. Aber ich liebe halt das Demeter Joe Album und ich mag tatsächlich auch das Unbreakable Album total gerne, weil ich finde, dass sie da nochmal so erwachsen klingt und finde ich künstlerisch einfach richtig, richtig gut. Von ihren frühen Werken finde ich halt Rhythm Nation toll. Ja, weil auch die Videos zu Rhythm Nation, die sind so legendär und iconic und ja, einfach auch ihre Choreografien und also finde ich einfach wunderbar. Thema Videos haben wir noch gar nicht gesagt. Ich liebe immer ihre Tanzsequenzen bei All For You, das mit der halben Jacke und Together Again, das ist einfach traumhaft, ne? Ja, das mag ich auch an Janet-Videos so, die immer diese, die ganzen Farben und jedes Video hat so ein Thema, das ist einfach schön. Ja. Und es ähnelt sich auch manchmal so ein bisschen mit Michael. Also dieses zum Beispiel Love Will Never Do Video ist ja quasi in the closet. Und es ist ja auch derselbe Regisseur, der die beiden Videos gemacht hat. Aber Janet war eher. Und da viele Michael-Fans sagen ja oft, Janet hat von Michael viel geklaut. Es ist aber oftmals auch so, dass Michael von Janet geklaut hat. Und da denken viele gar nicht drüber nach. Und sie haben halt sich gegenseitig inspiriert. Und das finde ich halt super, super schön. Und das sieht man auch immer wieder. Und selbst auf den frühen Werken von Janet gibt es ja einen Song, wo Michael auch schon mitsingt. You Don't Stand Another Chance, glaube ich, heißt es. Ist auf einem von den beiden ersten Alben, Dream Street oder Janet Jackson. Ach, genau, und das ist ja quasi schon ein Duett von den beiden, noch lange vor Scream. Und deswegen, ich finde es einfach super schön, wie die beiden auch immer, wie eng die beiden waren und wie die sich gegenseitig inspiriert haben, finde ich halt Man super munkelt schön. Ja auch immer zum Thema Inspiration Michael und Janet. Was war zuerst Rhythm Nation oder Captain EO? Weil das war irgendwie so parallel, dieses militärische Tanzen und bei Michael war es ein bisschen das Astronauten-Gemoonwalke. Genau. Ja. Ne? Gemoonwalk ist auch ein schönes Wort. Ne? Ja, nee, finde ich wirklich, also ich finde auch jedes Album steht für sich bei Janet und sie hat sich ja zwischendurch auch mal ausprobiert, zum Beispiel mit dem Discipline-Album. Das ist ein ganz anderer Janet-Style. Da war sie ja auch nicht mit ihrem Produzententeam zusammen, hört man sofort raus. Hat sie sich halt mal versucht auszuprobieren, aber ich finde auch dort gibt es richtige tolle Songs wie Feedback zum Beispiel. Und auch ein tolles Video wieder dazu. Also man kann gar nicht sagen, dass ein Album jetzt schlecht von ihr ist oder weil ich finde, auf jedem Album gibt es Lieder, die sich richtig lohnen. Und es ist halt wie bei Michael. Manche Alben hört man halt ohne Skip durch und bei manchen macht man halt ein paar Skips mehr. Dann ist es ja aber nicht ein schlechtes Album. Also ich bin froh, dass ich alles habe, dass ich alle Werke habe und auf was ich Lust habe, das höre ich eben. Und so handhabe ich das. Und ich greife auch manchmal gerne auf die Compilations zurück, also die Number Ones oder so, da ist wirklich auch so viel drauf. Ja, das macht immer Spaß. Bei Design of a Decade möchte ich noch Runaway erwähnen. Das war auch, als das Ding rauskam, habe ich mir das geholt und dachte, ja gut, habe ich ja schon fast alles von, aber dann war das Lied neu dabei und das Video ist auch so schön. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie ihr sagt, dass ihre Videos dann auch so bestimmte Themen haben. Da ist doch auch, glaube ich, kommt da nicht auch eine Giraffe und zwei Elefanten von Michael drin vor? Die hat sie sich doch noch ausgeliehen das von ihm, glaube ich. Das In Together Again. Ah, das ist bei Together Again. Okay, genau, gut, sorry, dann habe hab ich mich vertan. Das sind die Tiere von Michael, genau. Ja. Und bei Runaway, da muss ich ganz kurz erwähnen, da waren wir am Wochenende jetzt bei unseren Freunden in Berlin und da hatten wir einfach nur YouTube an, so random, und dann kamen alle möglichen Videos und dann kam unter anderem Janet mit Runaway und ich habe zwischendurch immer hingeguckt und auf einmal sehe ich, dass sie ja auch auf der Jesus-Statue in Rio tanzt. Ja. Das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass sie da auf seinem Arm steht. Und dann dachte ich, Mensch, da war ich mit Fanny, alles klar. Ja. Genau, aber das war mir dann, man entdeckt, trotz dass man die Sachen so lange schon kennt, immer mal wieder auch was Neues, was einem vorher noch gar nicht so aufgefallen ist. Und das liebe ich halt an Michael und Janet, bei beiden eben, dass sie sich beide immer so viel Gedanken um ihre Videos gemacht haben.
um ihre Shortfilms, wie Michael es ja so schön sagte, weil da wirklich eine Geschichte hinter ist, weil sich Mühe gegeben wurde. Das guckt man sich einfach gerne an und ist nicht einfach nur einer steht, singt. Finde ich schön. Da fällt mir noch ein, apropos Janet-Videos, in dem Video That's the Way Love Goes, ne? Wie heißt denn das Lied? Doch. Ne? Genau, doch, genau. Ne? Da sieht man ja auch zum ersten Mal Jennifer Lopez. Richtig. Ne? Also ohne Janet gäbe es vielleicht keine J-Lo. Also, genau. Würde ich mal behaupten. Das, ne? das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ja. Genau, der erste große halt so. Auftritt für Jennifer Lopez. Ja. Und da fällt mir gerade nur so ein. Ging ihre Musikkarriere los. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, sie hat immer ein anderes Outfit, ne? In diesem Video oder auch bei If, da hat sie so diese Indianerketten an und die Weste dazu. Ja. Dann bei All For You so eine halbe Jacke und bunte Tops und Jeans. Und das geht immer so weiter. Ja. Ne? Und bei Discipline ist sie ja so asiatisch unterwegs und dann halt immer ihre Locken bei Velvet Rope und so weiter. Das ist einfach der Hammer. Ne? Die ist halt so wandelbar. Ne? Sie hat ja auch oft kurze Haare gehabt, glatte, lockige. Sie sah immer gut aus. Und sieht immer bei All Night sieht sie auch wieder ganz anders aus. Hier grüne Hose, Kappe und so. Und jetzt sah sie auch immer noch toll aus auf dem Konzert. War sie immer noch wunderbar. Ja, da kommen wir gleich zu. Ne? Ja, richtig, da müssen wir wirklich gleich. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr davon erzählt. Ich will gerade noch diese Rubrik hier mit Alben und sonst wie. Da möchte ich gerade noch kurz den HörerInnen noch mein Riesen-Aha-Erlebnis, das ich mit euch ja dann live geteilt habe quasi, das möchte ich jetzt noch loswerden. Denn ich muss echt sagen, so sehr ich in den 90ern auch voll im Janet-Fieber war, so 2001, auch mit Damita Joe und so, hat sie mich ein bisschen verloren, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe mir immer die Alben geholt, habe sie auch ein, zweimal gehört und so. Aber mir wurde es dann irgendwie manchmal zu viel. Ich habe dann manchmal gedacht, wenn sie jetzt noch einmal U Baby U singt, dann höre ich nicht mehr hin. Das wurde mir dann irgendwann zu viel Gestöhne und Bettgequietsche und sonst was. Aber jetzt in der Vorbereitung zu dieser Folge bin ich ja dann auf Unbreakable gestoßen. 2015 das Album Unbreakable. Zweimal gehört, steht im CD-Schrank, alles gut. Ich höre das und denke plötzlich, meine Fresse, ist das ein geiles Album. Also es ging mir dann ein Song nach dem anderen. Ich dachte, der ist toll, der nächste, der ist ja fantastisch. Und und dann musste ich das direkt mit euch teilen. Habe gesagt, ey, das ist ja der Hammer. Warum ist das so an mir, ja nicht vorbeigegangen, aber warum habe ich das so nicht mitgekriegt? Und warum hat das auch die Welt nicht so mitgekriegt? Ich meine, klar, in den USA hat man es, war es auch mal auf 1, glaube ich, aber in Deutschland kennt man es ja eigentlich gar nicht, oder? Leider, ne? Stimmt. Echt bitter. Das, leider, so ein tolles Album. Also alle jetzt Hausaufgabe, alle daheim hören, bitte. Hammer. Ja, ich höre das Album sehr oft, habe ich letztes noch gehört und davor nochmal. Ja. Es ist also, ich fand es wirklich richtig, richtig gut. Und ich weiß noch, dass damals auch im Forum viel darüber gesprochen wurde oder auf verschiedenen Seiten, dass in manchen Songs, die sich wirklich so anhört oder so ein bisschen wie Michael klingt, wenn sie so tiefer singt, The Great Forever zum Beispiel, da kriegt man richtig Gänsehaut. Und manche Fans haben sich dann die Mühe gemacht und Michael so ein bisschen runter oder hoch gepitcht und Janet so ein bisschen hoch und runter gepitcht von der Stimme. Und dann konnte man die Stimmen wirklich übereinander legen und hat nicht mehr heraushören können, wer ist wer. Also das finde ich auch faszinierend. Gibt es da nicht diesen Song This Can't Be Good? Ja, richtig. Da, ne, das ist ja von Janet, ne? Auch, genau, genau. Ja. Genau. Und jetzt muss ich gerade überlegen, weil wenn man das ein bisschen runterschraubt, die Stimme, dann ist es wirklich eigentlich Michael. Ja, das gibt es bestimmt bei YouTube, müsst ihr euch mal anhören. Faszinierend, faszinierend. Bevor wir zu live kommen, gerade noch eine Sache möchte ich noch erwähnen. Finde ich auch ganz stark, dass Janet auch viel, wie sagt man da heutzutage, gefeatured hat. Also, dass sie viel bei vielen mitgesungen Stimmt. hat. Mit Shaggy, mit Busta Rhymes. Busta Rhymes, genau. Mhm. Nelly, ne? Ja. Nelly auch noch. Nelly. Ja. Missy Elliott. Missy Elliott, richtig. Nicht sonderlich bekannt, aber gibt es auch auf einem Album von Elton John ist sie mit dabei als Duettpartnerin. Richtig. Finde ich auch ganz krass. Ist das dieses AIDA irgendwas? Ja, richtig, ganz genau. Da ist sie dabei. Auch eine ganz, ganz abgefahrene Nummer, eigentlich so ganz anderer Stil wieder, aber die zwei klingen toll zusammen. Aber das fand ich auch immer stark. Ich glaube, da war auch dieses Best Things in Life Are Free. Ich glaube, das war auch auf der Design of a Decade dabei. Ne, das war so das, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass sie auch mit anderen singt und dass das richtig gut klingt. Und
Ja. Also das war das nicht Luther Vandross? Noch erwähnt haben. Luther Vandross? Ja, genau, ne? Richtig. Ja. Richtig. Genau. Dann kommen wir eigentlich schon wunderbar zum Thema Janet Live. Mhm. Da seid ihr voll drin, immer noch voll drin. Mhm. Vorher kann ich noch meine traurige Geschichte erzählen, dass ich 2001 Karten hatte für die All For You Tour. Aber nach dem 11. September wurde dann der ganze Europa-Teil abgesagt, weil sie nicht reisen wollte, konnte, sollte, wie auch immer. Ja. Und ich war richtig sauer, weil ich nicht den ganzen Betrag zurückbekommen habe und kein Konzert gesehen habe. Das war schon bitter. Nee, fand ich sehr schade. Ich hätte sie sehr, sehr gerne live gesehen. Was ich allerdings bis zum Erbrechen fast geguckt habe, ist meine Live-Videokassette damals noch von der Velvet Rope Tour. Die habe ich wirklich geguckt bis zum Umfallen. Und alle, die sich das auch mal angucken wollen, die gibt es momentan auch oder immer wieder mal in voller Länge auf YouTube zu sehen, die Tour. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr erzählt. Ihr wart vor einem Monat in Chicago. Ich muss dazu sagen, das war ja mein zweites Janet-Konzert und auch das zweite, was ich mit Bonnie gesehen habe, weil wir waren auch beide schon in Berlin im Tempodrom und haben 2011 Janet während der Number Ones Tour gesehen. Das erste Mal haben wir Janet zusammen gesehen. War das also erste wir Mal. Saßen nicht zusammen, muss man sagen, aber wir saßen da getrennt voneinander, aber ich musste wirklich heulen, als wir mussten Janet heulen und wir mussten auch jetzt wieder heulen. Ja, jetzt auch. Ach, stimmt, ja. Okay. Das hat sich nicht geändert. Ja, ich war zwischendurch nochmal mit anderen Jackson-Fans nochmal in London in der Royal Albert Hall auf dem Janet-Konzert. Das war auch schön. Auch im Rahmen der Number Ones Tour, ne? Ganz genau, richtig, genau, ja. Genau, ne? Und jetzt das dritte Mal dann mit dir jetzt in Chicago. Toll. Ja. Cool. Und das war natürlich jetzt was ganz Besonderes, weil als sie angekündigt hat, dass sie ihre Tour macht, die Nordamerika-Tour, wir wussten ja jetzt, dass sie viele Konzerte auch in Deutschland schon abgesagt hat in den letzten Jahren. Und da war ja das eine Mal, hatten wir auch Front-Row-Tickets, Vanni und ich. Ach ja, richtig. Für ihre Unbreakable-Tour, die sie abgesagt hat wegen ihrer Familienplanung, genau. Mhm. Und da waren wir auch so traurig. Deswegen war das jetzt so, dass wir gesagt haben, okay, wer weiß, ob sie jemals wieder nach Deutschland kommt, weil schon so viel abgesagt wurde und sie vielleicht die Hallen auch nicht so voll kriegt wie in den USA. Also müssen wir hin. So. Und dann haben wir nur eigentlich überlegt, wohin, weil sie in verschiedenen Städten in den USA aufgetreten ist und dann haben wir erst überlegt, ja, New York, Madison Square Garden wäre ja natürlich schön, es wäre aber auch L.A. schön, aber da sind wir eh immer und dann haben wir uns gedacht, okay, wo ist denn Tinley Park, weil es stand halt als Location Tinley Park und dann haben wir gesehen, das ist Chicago, lass uns da hin, so, weil das ist in der Nähe von der Geburtsstadt der Jacksons. Das können wir nochmal verbinden mit Gary, Indiana. Dann war noch der Brückentag, der lag noch ganz gut irgendwie. Richtig, das passte alles. Und dann unsere Freundin Paige, mit der wir auch auf Havenhurst waren bei der Thriller Night, mit der haben wir sowieso gesagt, wir müssen unbedingt nochmal was zusammen machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir alle drei nochmal Janet. Und sie wohnt in Colorado Springs in den USA, hatte dann Inlandsflug dorthin. Wir sind von Düsseldorf geflogen. Los, genau. Und und dann haben wir uns eben dort getroffen und waren dann zusammen bei Janet und waren in Gary, Indiana und haben uns Chicago angeguckt. Ja, und dieses Janet-Konzert, das war einfach bombastisch, weil das so ein das war ja so ein Amphitheater und wir hatten auch Plätze draußen eben außerhalb des Gebäudes, dann eben auf der Wiese, aber reservierte Plätze, das war ganz gut, weil die haben nämlich das Konzert überbefüllt. Also eigentlich bot die Location für 28.000 Leute Platz und es waren aber 32.000 oder 33.000 Leute da, die dann auch auf diese Rasenfläche gequetscht haben. Und das sah wirklich aus wie die Sardinen in der Büchse, wie die Leute dort saßen. Ja. Und deswegen waren wir froh, dass wir ein paar Euro mehr ausgegeben haben und Reserved Lawn Plätze genommen haben, eben auch auf der Rasenfläche, aber eben eine abgesperrte Fläche mit festen Stühlen. Und da hatten wir dann wirklich Platz und konnten aufstehen und tanzen. Das war echt auf dem normalen Rasen fast gar nicht möglich, weil die Leute so eng aneinander waren. Ja. Und deswegen, also die Tickets, die weit vorne waren, die waren halt sehr, sehr teuer, 800-900 Dollar teilweise für die vorderen Reihen. Und dadurch, dass wir ja aus Deutschland angereist sind, haben wir gesagt, okay, wir haben schon den teuren Flug und alles. Da ist so ein teures Ticket nicht drin. Und ich glaube, wenn Jenny und ich sind normalerweise so drauf, dass wir immer in die erste Reihe
wollen eigentlich, und das auch schaffen. Ja. Wie zum Beispiel bei den Jacksons auf irgendeinem Festival in Belgien, Ostende, sind wir erste Reihe, egal wie viele Acts vorher sind. Oder bei 3T, irgendeinem Sommerfestival, sind wir auch immer vorne. Und unsere Mädels fragen uns schon, wie schaffen wir das denn? Da sind noch so viele Acts vorher. Mädels, wir kriegen das hin, ne? Ja, und bei Janet, ich glaube, nach einem Flug oder nach einem Tag hätten wir auch jetzt nicht die Power gehabt, uns da durchzuquetschen, ne? Weil achte Reihe bringt dann auch nichts. Also wenn, muss man dann in die erste, oder dann halt ein bisschen weiter weg und dann sitzen, und das war hervorragend so. Unsere Plätze waren super, weil wir konnten sie sehen, aber es waren auch noch so riesen LED-Monitore, wo wir wirklich jede Pore von ihr sehen konnten, weil man konnte sie so nah dann auf den Bildschirm sehen. Und das war einfach die Stimmung, die war so wunderbar. Also der Sonnenuntergang dann dort und die Leute, die hatten alle Spaß und Freude. Ich habe noch nie so viele Janet-Fans gesehen mit einem Schlüssel an Ohr. Also Jenny und ich hatten sowieso beide Schlüssel am Ohr, wie im Rhythm Nation Album? In der Rhythm Nation Ära hat sie viel diese Kreole mit dem Schlüssel dran getragen. Genau, ich glaube, das war der Schlüssel, den sie immer benutzt hat, um den Käfig abzuschließen von den Tieren. Tiere. Irgendwas. Genau. Ne? Und wir hatten halt so eine Kreole mit Schlüssel im Ohr, keine Ahnung, alten Briefkastenschlüssel oder alten Hausschlüssel. aber alle hatten das. Alle Janet-Fans, Mädels, die da waren, hatten auch diesen Schlüssel im Ohr. Und beim Einlass standen wir in so einer Riesenreihe und um uns rum nur Leute im Janet Jackson T-Shirt. Also sowas sieht man echt selten. Also viele Leute mit Michael-T-Shirts haben wir schon gesehen, aber so viele mit einem Janet Jackson T-Shirt, das war echt was Besonderes. Das habe ich noch nie gesehen, Und dann war der Rapper Hammer. Ludacris war Vorband. Das und der war ist auch der Oberhammer. Recht groß in den USA. Und er hat ja auch zum Beispiel bei Songs mitgemacht wie Yeah von Usher. Da ist er dann auch bei. Also der hat schon eine gute Stimmung vorher gemacht. Und hat dann auch seine eigene, eigene Fanbase hatte er da schon. Ja, und dann irgendwann sagte er dann The Icon, The Legend. Und dann war alles dunkel. Und dann kam so ein Zusammenschnitt aus Janets Karriere auf den Bildschirm. Und das steigerte natürlich diese Vorfreude. Und alle Leute waren ganz hibbelig. Und auf einmal steht sie da. Und die steht dann da mit diesem riesen blauen Monsterkleid. Ja, mit der Kapuze. So violett bis dunkelblau, irgendwie sowas, ne? Genau, und dann hat sie das irgendwann ausgezogen und war so ein ganz Glitzer-Body irgendwas. Wie ein Bonbon. Ja, wirklich. Und das war stimmt, ja auch das gut, dass wir dann ein bisschen weiter weg waren, weil dann sahen wir halt alles echt gut, ne? Wie sie sich da bewegt und alles. Und auch die Tänzer. Das wollte ich auch noch sagen. Diesmal hatte sie ja nur 4 männliche Tänzer, ne? Also nicht wie früher bei Velvet Ropes und eine riesen Tanztruppe bei sich, aber das war mega mit den 4 Tänzern, ne? Das hat sie toll gemacht. Vor allen Dingen, sie hat wirklich auch live gesungen und es klang super. Und die Stimmung, also wenn dann verschiedene Songs kamen, wie zum Beispiel That's the Way Love Goes oder so, da wie die Leute mitgegangen sind, wie die Texte konnten. Und bei Scream, wie die Leute wirklich regelrecht ausgerastet sind, als Michael dann da auch noch erschien und sie quasi dann wie im Duett mit Michael eben sang, er vom Lautsprecher und sie dann ihren Part live. Das war so ein Gänsehaut-Feeling. Ja. Und die Tour hieß ja Together Again und von Together Again gibt es ja auch nochmal so eine Slow-Mo-Version. Ne? Und da haben dann auch alle die Handys und die Lichter angemacht und dann war es ja schon dunkel und Abend und dann die ganzen Lichter. Also das war echt Gänsehaut-Moment. Und sie hat halt so viele Songs in die Setlist gepackt, die auch sonst nicht so oft gespielt werden von ihr. Und unter anderem hatte sie den Song Make Me. Das erste Mal dort live performt, hat gesagt, habt ihr Lust auf was Neues? Und dann kam Make Me und wir so, ach, das ist aber cool, dass wir jetzt mal was sehen dürfen, was sie noch nie live performt hat. Fanden wir halt auch super schön. Also sie hat sich halt auch oft umgezogen, sie sah immer fantastisch aus. Sie hat viel interagiert mit den Fans, sie hat mit uns gesprochen und Mensch, Chicago, seid ihr da? Und wie schön, wieder in my Hometown zu sein und so, wieder zu Hause zu sein. Das war richtig, richtig schön. Und man fühlte sich so,
ja, als mich zurückversetzt, als wäre es wieder irgendwie 1994 oder so und Janet Mania und wir stehen mittendrin. Ja, das war wirklich richtig, richtig schön. Ich fand es auch cool, dass sie bei Rhythm Nation hatte sie ja selber ein Rhythm Nation T-Shirt an, ja, ne? Wie so ein Fan, aber dann so halb abgeschnitten, so wie bauchfrei. Das war auch total cool, so ganz anders mal interpretiert. Also sie hatte schon so einen Blazer an am Anfang, dachte, alles klar, jetzt kommt Rhythm Nation und Control und alles. Ja, und dann hat sie dieses T-Shirt an, also so auch selbst neu kreiert wieder. Voll cool. Ich find es halt toll bei ihr, dass sie halt immer gut aussieht, aber nicht so auf so unbedingt auf jung machen möchte. Also sie jetzt nicht so, als wäre sie 20, sondern sie weiß, dass sie schon älter ist, dass sie Mami ist, dass sie Mitte 50 ist und sieht trotzdem immer gut aus und auch sexy. Mhm. Also sie ist auch sexy, aber auf eine richtig gute Art und Weise. Und das mag ich, dass sie so in Würde altert. Um es jetzt, ich will nicht Madonna schlecht machen, aber das ist Madonna irgendwie abhanden gekommen, so dieses in Würde altern. Sie versucht immer krampfhaft mit den 20-Jährigen noch mitzuhalten. Und Janet denkt sich, brauche ich gar nicht, weil ich habe so viel erreicht. Ich muss mit den 20-Jährigen gar nicht mithalten. Ich mache mein Ding, ich habe Spaß. Und sie hat jetzt nach der Tour auch gesagt, dass das die schönste Tour war, die sie je gemacht hat, weil sie mal so frei und losgelassen war und ohne Druck und einfach nur Freude hatte daran. Und das war für uns halt auch dann schön, im Nachhinein noch zu hören, dass wir Teil davon sein durften. Das war richtig schön. Das kann ich habe es ja nicht gesehen, ich kenne nur zig Snippets, Auszüge, Videos, die man auf Instagram, auf YouTube oder sonst wie sehen kann. Und muss sagen, zum einen war ich fasziniert, wie oft ich sie in einem anderen Outfit sehe. Und dann dieses in Würde altern, das fand ich wirklich stark, denn sie ist halt Mitte 50, das ist absolut in Ordnung. Aber ich habe ja auch überlegt, wie macht man das in dem Alter dann auch zu tanzen. Aber ich finde, die haben das auch choreografisch ganz toll gemacht. Ja. Die vier Buben da, die sind ja die ganze Zeit am Zappeln. Ja. Genau. Und sie steht da und macht immer nur so ganz bestimmte Moves macht sie mit. Sie steigt manchmal mit ein. Und ansonsten... Genau. Manchmal steigt sie mit ein. Manchmal ging es auch richtig los. Genau. Manchmal Tanzparts, natürlich, sie hat es auch noch voll drauf. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber man muss sich dann, behaupte ich jetzt einfach mal, ich sage das jetzt mal als Ü40-Mensch, man muss sich dann schon ein bisschen die Kräfte einteilen. Und ich finde, das ist wirklich so gut gelungen, dass das einfach immer Teil der Show ist. Ja. Wenn sie steht, um sich mehr oder weniger auszuruhen, um nur zu singen. Das klingt total bescheuert, aber das passt einfach immer. Das hat mich echt sehr, sehr beeindruckt. Ja. Und dann halt ständig diese Outfitwechsel. Ja, mich und Jenny aber und eine ich, Sache, achso, ja. Ja, bitte. Red du zu Ende? Sorry. Ich wollte jetzt nur fragen, vielleicht passt das ja auch ganz gut, wenn man nämlich die Setlist sich mal anschaut, also wenn man das googelt, wenn man das sucht, dann stoße ich jedes Mal auf Listen, die Songs, also das sind ja unglaublich viele Songs, 34 Titel sind jetzt hier angegeben, aber die sind in Acts unterteilt. Und das habe ich so vorher noch nicht oft gesehen bei anderen. Ist das irgendwie, ihr, die ihr das jetzt gesehen habt, könnt ihr das auch von der Show her irgendwie ausmachen, dass es da wirklich so Zäsuren gab oder so? Oder hat das mit Kostümwechseln zu tun oder mit Wechsel der Beleuchtung der Kulisse irgendwie? Ich glaube, dass das was wirklich mit dem Kostümwechsel zu tun hat, weil sie halt dann immer so ein paar Songs am Stück eben mit dem einen Kostüm hatte, wo das dann irgendwie auch passte, wo die Songs irgendwie auch zusammenpassten. Und dann kam eben wieder so ein ganz anderes Feeling mit anderen Outfits und auch anderem Licht. Das stimmt schon. Also es war dann immer so eine andere Atmosphäre und eine andere Kulisse. Und man findet ja auch jetzt wirklich in den Songlisten so viele Songs, aber nicht alle wurden bei jedem Konzert gespielt. Dafür hat sie dann eben andere eben ersetzt wieder. Und wenn ich mir hier zum Beispiel so eine Liste angucke mit Freak Zone, also Free X Zone und Throb, ich glaube, das hat sie bei uns ja gar nicht gespielt. Okay. Genau, dafür war bei uns eben Make Me dabei. Das war halt dann immer so ein bisschen, hat sie immer variiert und das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil so ist ja jedes Konzert auch irgendwie für sich so ein bisschen anders gewesen und das macht sie ja ganz anders als Michael, weil Michael hat ja immer gesagt, er möchte, dass jedes Konzert gleich ist, damit am Ende kein Fan enttäuscht ist, so von wegen, oh Mensch, warum hat er jetzt mein Lieblingslied nicht in meiner Stadt gespielt und ne, er wollte, dass das dann immer den gleichen Ablauf hat, hat auch Vor- und Nachteile und Janet
spielt da immer so ein bisschen rum und ersetzt dann den einen Song durch den anderen. Das macht spannend. Sind ja auch viele Fans, die oft mehrere Konzerte sich anschauen. Aber ich glaube, da spielt es auch echt keine Rolle, weil sie so viele Songs spielt, dass man immer auf seine Kosten kommt. Da sind immer ein paar Lieblingshits von einem dabei. Und wenn mal ein Song fehlt, gar nicht schlimm. Dafür überrascht sie wieder mit einem anderen Song, mit dem man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Und ich würde mir jederzeit wieder ein Janet-Konzert angucken, weil sie macht einfach eine tolle Show. Sie ist sympathisch dabei. Und ja, das ist einfach Hit nach Hit. Das ist, sie hat so ein Repertoire an Songs, die man kennt und mitsingen kann. Das ist schon toll. Ja, und was ich nur eben noch zur Stimmung sagen wollte, ich glaube, ne, Jenny und ich, wir haben ja beide in Berlin das Konzert erlebt. Mhm. Ich habe es noch mal einmal ein Konzert in London erlebt. Aber jetzt das zu erleben in Amerika war was ganz anderes. Und wir wussten, Gary, Indiana ist von hier, Tinley Park, 25 Minuten entfernt. Also nicht mal halbe Stunde ist das Gary House entfernt. Mhm. Und alles mit amerikanischen Fans zu erleben. Und Jenny und ich haben uns noch so ein Daiquiri oder Caipirinha oder was auch immer geholt. In so geilen Fischbechern oder was das war. Und haben uns vorher noch T-Shirts geholt von Janet und ich noch eins von Ludacris für meinen Freund. Also die Stimmung war einfach der Oberhammer. Ne? Ja. Und vor Ludacris gab es ja auch noch so einen DJ, der noch eingeheizt hat. Das war auch der Oberhammer. Wow. Ne? Also ich weiß gar nicht. Der spielt auch Michael. Ne? Genau, der hat richtig viel gespielt. Rock With You hat er gespielt und Don't Stop Till You Get Enough, glaube ich. Genau, und dann einiges so Diana Ross und so. Und dann kam Ludacris und dann kam Janet. Das da war man ja schon voll gut drauf, genau. Ich glaube, bei den anderen Konzerten war das nicht so. Sie hat auch volle 2 Stunden gespielt, fand ich gut. Und das war. Nur hat das sich will man nicht erleben, wenn das Konzert um ist. Ne? Wenn alle dann gehen alle mit dem Auto losfahren oder alle sich ein Uber holen oder zu Fuß losgehen. Mhm. Ich glaube, Tinley Park war noch nie so überfüllt, ganz ehrlich. Überall die Polizei, nee, wirklich. Also, das war echt. Wir kamen gar nicht, also die Autos kamen nicht ran. Wir mussten dann echt ein ganz, 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 ganz langes Stück laufen. Ich will nicht wissen, wie das bei Michael früher war. Ja, bis wir an eine Straßenecke kamen, wo uns irgendein Uber aufgabeln konnte überhaupt. Weil die rief uns schon an, die Uber-Frau, die wir vorher reserviert hatten. Und die sagte, ich komme nicht zu euch dran, hier ist alles abgesperrt, ihr müsst da und da hinlaufen. Und wir so, kaputt von dem Tag. Ne? Okay, wie lange denn? Und wir sehen da auf dem Handy, ach du Schande, das ist weit. Und wir am Laufen. Wir so, okay, nicht drüber nachdenken, wir müssen ja hier weg. Das nützt ja jetzt alles nichts, wir laufen. Ja. Und aber letztendlich hat sich alles gelohnt, das war einfach schön. Aber wie viele Stunden wart ihr dann an dem Tag dann auf den Beinen? Ich meine, wenn ihr schon, man geht ja relativ früh hin, um möglichst weit zu sein. Es geht eigentlich schon Chicago angeguckt. Ja, und mehr, wir haben mehr gemacht, als wir gedacht hatten. Ja, weil wir hatten ja nur 4 Tage da. Und der Anreisetag ist ja immer, der fällt ja immer irgendwie weg. Das war Freitag bei uns. Das war Freitag. Genau, sind wir erstmal angekommen. Und den Samstag haben wir gesagt, so, jetzt machen wir aber auch ein bisschen so Chicago. Und da haben wir dann eben auch schon uns die Stadt ein bisschen angeguckt, die Bohne uns angeguckt, The Bean in dem Park. Und dann haben wir gesehen, dass das Museum, das Field Museum nicht weit weg ist von da, wo wir waren, wo diese Büste von Michael, von der Pharaonin oder was auch immer das war, Ägypterin steht, die aussieht wie Michael. So. Ja. Und die wollten wir immer mal sehen, weil das so faszinierend immer auf Fotos aussah. Und das hatten wir uns nur für Montag vorgenommen, ne? Richtig. Weil für Samstag wollten wir eigentlich nur die Bohnen uns angucken, die Stadt, ein bisschen am Pier da, am Wasser schauen und das war es eigentlich. Aber dann waren wir ganz in der Nähe vom Museum. Dann bot sich das an. Genau. Ja. Ja, und danach waren wir was essen und dann haben wir gesagt, alles klar, jetzt ab zu Janet. Wir mussten ja nicht so früh da sein. Moment, weil wir ja waren nicht einfach was essen, sondern wir haben Deep-Tisch-Pizza gegessen. So, richtig, stimmt. Das, was man in Chicago essen muss, Deep-Tisch-Pizza. Genau. Also wir haben Samstag eigentlich schon voll das komplette Chicago-Programm gemacht. Mhm. Und im Museum waren wir auch. Und so hatten wir Sonntag dann Zeit für Gary. Haben den ganzen Tag in Gary, Indiana und in dem Casino verbracht, in dem neuen, wo alles rund um die Jacksons ist. Das war auch unfassbar toll. Da muss und man am Montag haben wir eine Bootstour gemacht in Chicago. Ja, also eigentlich weil wir dann, wir wollten ja eigentlich Montag ins Museum uns diese ägyptische Büste anschauen, aber da wir das Samstag schon geschafft haben, haben wir gesagt, gut, Paige hatte die Idee für die Bootstour, meinte auch, Mädels, sollen wir nicht die Bootstour machen? Wir so, ach, gute Idee. Ja, wenn wir unsere ganzen Pläne durch, dann schauen wir uns Chicago doch per Boot an und das war super schön. Wir hatten tolles Wetter und ach, ja. Und das ist halt immer das Schöne, gelernt. Wir fliegen ja oder fahren wegen irgendwas Jackson-mäßigen immer irgendwo hin, aber schauen uns natürlich dann drumherum auch immer die Stadt oder den Ort oder irgendwas an und man sieht so viel und man lernt so viel und das lohnt sich einfach immer. Und selbst die 4 Tage Chicago, wir haben
alles gesehen, was wir wollten und sogar noch mehr als auf dem Plan stand. Also es hat sich wirklich gelohnt. Richtig. Aber das Janet-Konzert, das wird uns immer in Erinnerung bleiben und ich werde es nie vergessen. Ich auch nicht, das war der Oberhammer. Und spannend finde ich ja, also ich meine, den Titel Together Again finde ich ja genial, ja. Auch als Titel nach Corona, nach ihrer Babypause aber es ist jetzt eine Tour ohne Album. Also es gibt Alben ohne Touren, aber ich hatte es so noch nicht erlebt, dass man eine Tour ohne Album macht. Ja, also quasi so eine Best of, ne? So eine Greatest Hits. Sie kann das halt, ne? Sie kann, ja. Genau. Ja, genau. Ja. Wer kann, der kann. Ja. Sie könnte auch nochmal. Also wir würden wieder alle hin, ne? Und wäre wieder ausverkauft. Ja. Und vielleicht haben wir ja Glück und sie bringt ihr Album bald irgendwann raus, was sie ja sowieso schon lange in Arbeit hat, das Black Diamond Album. Da sollte es ja auch eine Black Diamond Tour geben. Aber das wurde ja dann auch durch Corona, musste das ja alles gecancelt werden. Und wer weiß, vielleicht holt sie es nach. Und wir bekommen noch einen oder anderen neuen Song. In der Zeit jetzt nach dem Unbreakable-Album gab es ja auch den Song Made for Now. Wir lieben den Song. Wir lieben den Song. Genau. Hören wir immer im Auto. Es ist so ein gute Laune Autofahrlied. Genau. Ja. Und wir hoffen einfach auf nochmal neue Musik. Und selbst wenn sie mal wieder in irgendeinem Film mitspielen sollte oder so, würde ich mich auch drüber freuen, weil ich sehe sie einfach immer gern und bin froh, was Neues von ihr zu sehen oder zu hören. Ist immer schön. Und wenn ihr jetzt festgenagelt würdet, was war Highlight jetzt bei dem Konzert, das ihr gesehen habt? Gibt es da so den Highlight-Moment für euch? Fanny? Da waren so viele Highlights, ich überlege gerade. Also ich fand immer ihre ganzen Tanzparts cool bei allen Songs. Aber auch der Moment, wo sie schon rauskam, das war unglaublich. Fand ich auch. Ja, und als sie nochmal eine Zugabe gegeben hat, ne, manche dachten schon, okay, oh nein, das war jetzt das letzte Lied. Und wir so, nein, die macht nochmal eine Zugabe. Weil Together Again kam noch nicht und es wurde dunkel. Und ich habe gedacht, nee, die Tour heißt Together Again und die spielt den Song nicht, das kann doch nicht sein. Ja, das war auch nur in Slow-Mo gespielt, ne? Aber richtig, das war auch so mein Lieblingsmoment, weil als sie wiederkam, hatte man eine Kameraeinstellung in den Backstage-Bereich. Man sah dann halt, wie sie hinten saß und sich nochmal frisch gemacht hat, sich Headset aufsetzte und so. Und dann sah man auch am Spiegel, wo dran stand Tinley Park, damit sie nicht vergisst, wo sie ist. Und dann kam sie aus dem Backstage-Bereich raus und man sah, wie sie läuft. Und wir dachten, okay, gleich ist sie wieder da. Und dann war sie wieder da. Das war ein schöner Moment. Und eben auch der Beginn, wo sie in dem Mantel steht und erstmal gar nichts macht, man nur ihren Kopf sieht, gar nichts von ihrem Outfit, nur das Gesicht. Und dann schmeißt sie den Umhang weg und Janet steht da und das waren tolle Momente und auch wo sie If getanzt hat, die Choreografie von If. Da sind die Tänzer ein bisschen zur Seite gewichen und haben ihr quasi den Spot gelassen und sie tanzte das wo das Lied rauskam. Also das war wirklich toll. Ja. Gänsehautmomente. Ach, das war mega. Ja. Auch Again, wie sie die Balladen alle, sie hatte dann so ein Balladenpart. Und da beruhigten sich dann alle, ne? Und dann wurde es ein bisschen, ne, Anytime, Any Place hat sie gespielt, Again. Und das war halt richtig schön, dann nur ihre Stimme mal zu hören und wie die Leute sich alle so ein bisschen beruhigten und danach ging es wieder. Oder dann die Stimme der Fans, ne? Weil manchmal sie das Mikro so ins Publikum gehalten und dann haben wir alle mitgesungen. Und das liebe ich ja auch krass, immer, wenn Künstler das machen. Ja. Ne? Und das war ja halt auch draußen und alle haben mitgesungen und das war unglaublich, ne? Ja. Weißt du noch bei 3T, wo wir in der ersten Reihe standen und haben auch alles mitgegrölt und da haben wir uns gedacht, ach du meine Güte, und die Securities, die erschreckten sich richtig, wo wir auf einmal anfingen, alle zu singen. Oh Gott, was ist das auf einmal hier so laut? Das waren wir halt und das hat 3T eben, haben die auch gemerkt und haben uns unten gesehen und gedacht, okay, die machen richtig mit. Meinst du in Amsterdam oder? Wo wir bei dem in Nijmegen waren vorne. Ah, in Nijmegen, genau, in Amsterdam haben wir das ja auch gemacht. Du musst wissen, Matthias, Jenny, ich und noch eine andere Fanin, Georgina, wurden dann von TJ, glaube ich, als Triple Troubles bezeichnet, weil wir immer so viel Trouble in der ersten Reihe gemacht haben. Aber das war in Amsterdam, glaube ich, ne? Ich dachte, in einem Q&A später, dann habe ich ihm geschrieben im Q&A, erinnerst du dich an die drei Mädels in der ersten Reihe? Und dann sagte er, ich werde euch niemals vergessen. Wir haben Eindruck gemacht. Ja. Aber gut, das ist jetzt 3T, hat jetzt mit Janet zu tun. Abgeschweift. Genau. Doch,
alles, hat alles, die ganze Family hat was damit zu tun. Das passt schon, das okay. passt schon gut. Ich möchte noch auf einen Song natürlich nochmal auf Scream, möchte ich gerne mal zurückkommen. Das habe ich, Jenny Duga hattest, glaube ich, da so einen kleinen Auszug quasi geschickt per WhatsApp. Das fand ich ja einfach nur stark. Jetzt würde mich erstmal interessieren, macht sie den eigentlich schon immer seit Michaels Tod? Also den hat sie ja, was weiß ich, bei Velvet Rope oder so, hat sie den ja nicht drin gehabt im Konzert. Ne? Aber seit Michaels Tod ist der immer dabei, also der Song, oder? 2011 bei der Number Ones Tour war es auf jeden Fall auch dabei. Und auch wieder dieselbe Reaktion von den Leuten. Also dann ist wirklich kein Halten mehr. Jeder grölt mit. Und ich meine aber, dass ja zwischendurch in den USA ja noch die eine Tour war. State of the World Tour, richtig? Da hat sie, glaube ich, Scream nicht performt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine nein. Und deswegen haben sich jetzt alle gefreut, dass es jetzt wieder mit reingenommen hat. Fand ich, finde ich schön. Aber bei der State of the World Tour hat sie halt auch eben wieder viele Dinge gebracht, die sie vorher eben auch nicht gespielt hat. Und manchmal fehlt dann vielleicht auch der richtige Spot für den einen oder anderen Song. Ja. Und jetzt hat es vielleicht auch wieder gepasst. Und ich glaube, es ist ja auch vielleicht auch immer ein Bedürfnis, Michael auch ein bisschen Tribut zu zollen, weil sie hat dann auch kurz gesagt, ja, für das widme ich jetzt, glaube ich, auch Joseph und Michael. Irgendwas kam dazwischendurch. Und dann hat sie auch so nach oben geschaut. Das war auch bei der Number Ones Tour schon so. Genau, und da bei der Number Ones Tour hat sie eben auch immer so Küsschen in den Himmel noch geworfen und so. Ja, weil wir waren nämlich im Tempodrom in Berlin am 26.06., ne, ein Tag nach dem Todestag, ich meine, entweder ein Tag davor oder danach. Das war genauso in schon dem, so lange her, aber weil wir nämlich danach zum World Cry Day gefahren sind. Genau, da war das ein Tag Leipzig. Vorher. Genau. Richtig. Boah, genau. Und da war sie ziemlich emotional auch dann. Genau. Okay. Und Scream, also bei Scream läuft dann das Video mehr oder weniger im Hintergrund. Die Michael-Parts werden von Michael quasi per Video gesungen und sie singt ihre Parts richtig. Jetzt, wo du es sagst oder erwähnst, das klang aber im Tinley Park wie, als würde Michael in irgendeiner Ecke stehen und singen. Ich dachte, okay, es klingt genau wie auf der CD, aber trotzdem, das hier aus den Lautsprechern zu hören und Janet singt live und dann kommt Michaels Part. Das war also, toll zusammengemischt. Das war, als würden sie wirklich im Duett zusammen singen. Also das war wirklich so ein Gänsehautmoment auch. Und dass man Michael eben dann auch oben auf den Leinwänden nochmal gesehen hat. Und die Leute dann alle und alle haben sich dann so an der Brust gehalten oder die Hände gehalten, weil alle so bewegt waren. So, guck mal, Michael. Also das war wirklich, wirklich schön. Ja, und Jenny und ich sagen dann auch immer, das ist die Schwester von Michael Jackson. Das müssen wir uns immer erst nochmal... Das ist die Schwester von Michael Jackson, die da vor uns steht, ne? Also das ist immer schon krass. Muss man sich nochmal klar machen. Ja, Jenny und ich müssen es immer ständig klar machen, was wir eigentlich mal erleben. So. Ja. Unser Spruch ist immer, wenn wir von einem Event wieder zurück sind, sagen wir immer, das müssen wir erstmal wieder verarbeiten. Ja, das Jenny ist immer unser, nur am Verarbeiten. Unser Spruch, wir kommen gar nicht raus. Ja, und jetzt haben wir unsere Freundin Paige aus den USA auch jetzt mit infiziert, denn jetzt hat sie mit uns Janet erlebt und an Halloween letztes Jahr war sie mit uns in Havenhurst. Und dann freut man sich immer, wenn man neue Dinge planen kann. Ja. Genau. Ja, wie infiziert? War die vorher gar nicht Michael doch, oder Janet doch, Fan? Doch, oder? Die war natürlich Fan, ne? Aber halt so krasse Erlebnisse wie, wer ist bitte schön an Halloween in der Halbenhurst anwesend und wer erlebt bitte Janet in Amerika auf dem Konzert? Also, das ist wohl wahr. Sie hatte die Verbindungen nicht so. Also sie musste familienbedingt sehr viel umziehen in ihrem Leben. Und konnte dann nicht so richtig feste Freundschaften schließen, weil sie immer die Schulen gewechselt hat und so. Und sie war dann Fan, aber hatte noch nicht so diesen Anschluss. Und jetzt, wo wir drei immer was zusammen machen, blüht sie natürlich so richtig auf und sagt, wie schön, wenn man Leute hat, die dasselbe fühlen und sich so begeistern. Und dann macht so eine Reise ja noch fünfmal mehr Spaß. Und deswegen ist sie jetzt infiziert und wir freuen uns immer, wenn wir was Neues planen können und sie dabei sein kann. Sie lebt ja in Colorado Springs in den USA und wir wohnen in Deutschland, aber trotzdem treffen wir uns immer in Amerika. Also wir haben jetzt zweimal was in Amerika gemacht, einmal in L.A., einmal in Chicago, Gary, Indiana. Aber es klappt hervorragend, ne? Also
Freundschaft geht auch über See. So, ne? Natürlich. Also, ja. Daran soll es sich scheitern, ne? Dass wir aber keinen Kontakt ich besonders haben. Lustig. Dass sie in den USA lebt und dann ihre zwei deutschen Freundinnen braucht, um dann in den USA zu reisen. Genau, das haben wir auch gesagt. Genau das haben wir auch gesagt. Ja, also wir haben sie ja hier in Deutschland kennengelernt, ne, als sie damals hier gelebt hat. Deswegen kennen wir sie ja. Ja, ach so, aber hier, okay. Genau, sie hat mal hier in Deutschland gelebt und dann haben wir sie, glaube ich, in, was weiß ich wo, Frankfurt oder in Amsterdam in München. Haben sie auch gesehen, wo diese Square One Premiere war. Mit und Tash Jackson ja auch da war. Genau, und aber auch da, noch so einer alten Party irgendwann irgendwo. Da haben wir sie zuerst kennengelernt. Ich weiß es nicht mehr, wo das war. Ja, genau. Ja, aber jetzt lebt sie in Amerika, aber wir sehen sie trotzdem. Das hindert uns nicht dran. Die Freundschaft. Das ist ja eher nochmal motivierend, da auch hinzufliegen, finde ich. Und das ist halt schön, dass Michael so verbindet, ne? dass sich so Freundschaften und bilden. Janet. Egal. Ja. Ne? Ja. Genau, Michael, die Jacksons generell. Ja. Ne, ja, die ganze Community, ne? Das ist halt schön. Ich bin beeindruckt. Und also ich möchte gerne, wenn ihr es nächstes Jahr nochmal nach Havenhurst schafft, dieses Jahr ist ja nichts, aber genau, wegen dem Jahr Biopic, Halloween, dann wäre ich gern dabei. Und okay. Ich glaub, Janet Tour, also ich meine, ich muss ja mein Trauma von 2001 irgendwann noch verarbeiten. Also da muss ich irgendwann doch nochmal mitkommen. Ja? Ja. Und wer weiß, vielleicht kommt sie ja mal nach London oder so, ne? Weil viele Künstler sagen, nach okay, ich gehe wenigstens nach London. Ja. Ne? Oder nehmen sich nur eine Stadt in Europa oder so, da kann man ja immer dann auch ganz gut hinkommen. Wer weiß, also das vielleicht, ich denke schon, dass sich da noch die eine oder andere Möglichkeit bietet. Außerdem munkelt man ja jetzt schon, dass das erst der erste Leg ihrer Tour war und dass ein zweiter Leg in Planung ist. Und da weiß aber man das Risiko nicht. Wollten wir halt nicht eingehen. Ne? Genau, das wussten wir ja auch nicht. Ja, deswegen haben wir es jetzt schon mal mitgenommen. Richtig, ja. Logisch, ja. Wir können darüber berichten. Okay. Also, wenn ich es richtig verstehe, also es wird, also von einem neuen Album ist die ganze Zeit schon die Rede. Das müsste demnächst, müsste irgendwann mal erscheinen, sagen wir es so. Und vielleicht ein zweites Leg dieser Tour oder eben eine neue Tour, die dann auch noch kommen könnte. Richtig. Cool. Und irgendeine Doku soll doch auch nochmal von ihr kommen, oder? Genau, also es kam ja jetzt schon die eine Doku, die Janet-Doku, die ja über 2 Tage verteilt in den USA ausgestrahlt wurde. Und ich war da in den USA und habe das bei Lifetime live gesehen. Stimmt ja. Richtig. Stimmt, du warst ja dort. Im Hotelzimmer. Und ich war mit meiner Freundin Anna da, die mit Janet nicht viel anfangen kann. Und ich so, nein, weil wir wollten an dem Abend, hatten wir schon ein Restaurant irgendwo reserviert. Und ich schon so, okay, oder ist die Janet-Doku, ist nicht schlimm, wir haben ja das Restaurant reserviert. Und dann sagte Anna, willst du mich veräppeln? Ich weiß, was dir das bedeutet. Natürlich verschieben wir die Reservierung. Wir fahren jetzt ins Hotel und du guckst dir die Janet-Doku an. Und ich so, okay, okay. Ja, und dann war das ein total schönes Gefühl, ins Hotelzimmer zu gehen, Fernseher anzumachen, Lifetime zu suchen, hatten wir zum Glück auch. Und dort konnte ich mir die Janet-Doku angucken und über 2 Abende und fand ich richtig, richtig gut. Da war sie ja auch in Gary, Indiana und so und nimmt die Fans so mit. Und jetzt plant sie ja noch eine weitere Doku, hat man jetzt vor ein paar Wochen gehört, wo noch mehr so auf die Jacksons Bezug genommen wird und wie damals so das Miteinander war und ihre Beziehungen zu den einzelnen Jacksons. Und ja, da bin ich gespannt. Ich auch. Ja. Mal schauen. Okay, also da scheint dann wirklich noch in allen Bereichen was zu kommen. Ja. Das finde ich ziemlich gut. Ne? Und sie ist ja wirklich noch sehr, so sehr aktiv. Ne? Ich glaube, sie will noch ein paar Dinge machen und denkt sich auch, Mensch, solange ich noch so fit bin und es mir so gut geht, dann genieße ich das auch noch mit den Fans irgendwie in Verbindung zu stehen und aufzutreten. Und wenn sie wirklich sagt, das war die schönste Tour, die sie je hatte, dann hat sie vielleicht jetzt auch Blut geleckt und bleibt länger noch uns erhalten. Das wünscht man sich ja. Und wie du ja auch vorhin schon erwähnt hast, jetzt muss sie ihre Kräfte vielleicht ein bisschen einteilen. Aber das nimmt der Show nichts von der Magie. Und also deswegen, das kann ich jedem nur empfehlen, auch nochmal den Sprung zu wagen und zu sagen, okay, das war damals enttäuschend, meine Tickets sind verfallen oder so. Aber ich gebe Janet nochmal eine Chance. Also ich glaube, das bereut man nicht. Weil ich war auch sehr, sehr sauer damals, weil ich hatte alles Mögliche gebucht. Für Hamburg hatte ich Konzerte, hatte ich schon Zugverbindungen und alles nicht wiederbekommen. Also da ist man dann schon sauer, weil das so kurzfristig war. Eine richtige Erklärung hat man nicht von ihr bekommen. Das war alles so in der Fanwelt so ein bisschen, alle waren so ein bisschen knatschig. Und das blieb dann auch erstmal eine Weile was? So. Weil sie jetzt schwanger ist, was soll das denn jetzt? Das war schon so, ne? Wir haben zum ersten Mal Karten in der ersten Reihe und ergattert mit viel Mühe. Und alles, oh nee, zu Janet gehe ich nie wieder, nein, nein. So, und dann irgendwann, ja, hoffentlich kommt sie bald wieder und dann, oh ja, ich gehe hin. So, das war dann ganz schnell wieder vorbei und man denkt sich dann auch, okay, wer weiß, wie sie sich gefühlt hat, was sie für Gründe hatte, muss man gar nicht böse sein, passiert. Nee. Ja. Und
ganz kurz nochmal wegen Konzerten. Du warst ja jetzt auch auf einem Lionel Richie-Konzert, ne, Matthias? Ja, ne? Ja. Und Vanni und ich wollten ja auch zu Lionel Richie nach Mönchengladbach. Stimmt, ah, und war nach ja bis, Portugal okay. oder ne? sonst bis wohin. Kurz vor knapp waren wir überlegt, aber weil wir so viele Sachen jetzt gemacht haben, haben wir keine Tickets gebucht. Und jetzt wurde das Konzert ja abgesagt wegen dem Unwetter. Ne? Die Leute standen schon, die standen ja schon alle da. Eine Stunde vor Konzertbeginn wurde abgesagt und die mussten alle wieder gehen. Ach, ne? Das ist ärgerlich. Und ich dachte mir so, oi, da war es jetzt doch ganz gut, dass wir nicht da waren. Ja. Aber Matthias hat ihn wenigstens gesehen. Genau. Ja, das ist schön. Ja, ich habe gesehen und an dem Tag, jetzt will ich gerade, das war vor 6 Tagen, an dem Tag kamen so die ersten Unwetterwarnungen. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh bitte, bitte nicht, gerne morgen, meinetwegen kann die Welt morgen untergehen. Aber heute will ich ihn noch sehen und das hat auch wunderbar geklappt. Da hattest du Glück, so sollte es sein. Genau, cool. Das war wirklich schön. Er war auch gut drauf und der ist einen Tag vorher 74 geworden. Stimmt, Wahnsinn. Schon okay. krass. Wahnsinn. Es sieht man ihm nicht an, merkt man nicht. Der ist, der geht auch so ab. Toller Typ. Ist, also, cool. Ja, auch ich mag ihn wirklich, auch sehr. Ja, ich meine, Konzerte überhaupt sind natürlich einfach immer ein Erlebnis. Ja, ja definitiv. Lionel Richie erinnert mich jetzt auch ein bisschen an Diana Ross, was Jenny und ich mal erlebt haben in Las Vegas. Das war natürlich auch erste Sahne. Ja. Ja. Er hat auch das Duett gesungen, das er mit ihr gesungen hat. My First Love. Nee, wie heißt es richtig? Endless Love, ne? Ja. My Endless Love. Ja. Und das hat er war überhaupt sehr witzig drauf bei den Ansagen und so weiter. Hat dann auch immer, wenn wir im Ständchen gesungen haben, hat er immer gesagt, ach, vor 200 Jahren, als ich geboren wurde, da wusste ich ja noch nicht, dass ich da mal so halt immer. Aber gerade das Lied, My Endless Love, hat er so wunderbar angekündigt, so mit dem das Lied singe ich mit einer wunderbaren Dame, aber nicht heute Abend. und dann hat er gesagt, hat er alle Damen im Stadion eingeladen, Diana zu sein. Er hat gesagt, ihr singt jetzt Diana, ihr singt Diana und ich singe mich. Schön. Und dann war das so ein, das habe ich so auch noch nicht erlebt, so ein Stadion-Duett. Ja, das war schon schön. Ja, war echt fein. Ja, cool. Das hat immer was. Aber gut, das ist jetzt wirklich off-topic, jetzt sind wir wirklich von Michael, wobei ganz weg sind wir ja nicht, denn auch wenn er nicht We Are The World gesungen hat, so hat er es ja doch mit Michael geschrieben. Ja, ich glaube, wir können den Sack langsam zumachen ne? mit unserer Janet-Folge. Mhm. Ja. So oft, man hätte noch 1000 das, Sachen ja, genau, sagen können. Können wir weiterreden können, aber gut. Ja. Das war ja mein Highlight vorhin war, als ihr losgelegt habt und quasi synchron geschwärmt habt vom Konzert. Gott, das fand ich eben einfach nur großartig. Das ist rausgesprudelt, wir konnten uns gar nicht Ja, halten. Wirklich. Ja. Da habe ich einfach nur vor mich hingegrinst und euch fasziniert zugehört. Das war eben echt schön. Und ich hoffe, dass das den HörerInnen genauso geht. Auch wenn sie euch dabei nicht so strahlen sehen können, aber ich denke, man hört es. Man hört es, das ist echt. Dass die Euphorie ein bisschen rübergeschwappt ist. Genau. Genau. Wie ist das eigentlich? Also heute hören bestimmt, also wann auch immer die Leute das hören, aber da hören ja bestimmt auch Leute zu, die mit Janet nicht viel zu tun hatten bisher. Ja, außer vielleicht, dass sie mal Scream gehört haben oder Scream mögen oder auch nicht. Ja. Mhm. Aber wie schätzt ihr das so ein? Also Vanessa, du bist ja mehr quasi als Janet-Fan, Michael-Fan geworden, wenn ich es richtig verstanden habe? Oder parallel? Nee, parallel. Also eigentlich, ich bin schon der Michael-Fan. Ja. Ne? Also ich bin schon Michael-Fan. Ja. Janet war auch irgendwie so unbewusst und dann auch parallel. Ne? Aber nee, bei mir ist erst Michael, dann das ist schwierig zu sagen. Aber ne? Dann Jackson 5 und dann Janet. Aber nee, das ist alles eigentlich gleich, ja. Aha, okay, interessant. Ja. Und denn ich wüsste echt gerne mal, wie das so ist. Gibt es so die oder den Janet-Fanin, die mit Michael nicht viel anfangen können? Oder gehört das eigentlich immer zusammen? Ich kann es echt nicht einschätzen. Doch, es gibt viele Janet-Fans, die mit Michael gar nicht viel zu tun haben. Also ich schreibe auch regelmäßig mit jemanden auf Facebook, mit der ich auch mittlerweile auch auf WhatsApp befreundet bin. Und Janina heißt sie. Und die ist halt nur Janet-Fan und ist immer so auf dem Standpunkt, boah, kann man nicht mal einfach über Janet sprechen, ohne Michael zu erwähnen? So, ne, da riecht sie sich immer so ein bisschen drüber auf. Und wir necken uns immer so in unseren Chats. Und dann sage ich immer, dagegen war Michael, ne, das hat er 5-mal besser gemacht. Und dann sagt sie, ja, aber guck dir Janet an, das war da doch viel besser. Und so, und dann, wir haben immer so ein bisschen so, auf so eine freundschaftliche Basis necken wir uns immer so ein bisschen mit Michael und Janet. Und sie findet Michael halt okay und sagt, er hat gute Lieder gemacht, aber sie ist halt Janet-Fan.
Und jetzt, wo wir nach Chicago geflogen sind, sind wir auf jemanden getroffen in Frankfurt am Flughafen, der René, der eben auch nur Janet-Fan ist und immer Janet nachreist und Janet guckt, dass er sie vielleicht irgendwo mal trifft und schon tausende Konzerte gesehen. Der hat halt auch gesagt, nee, ich bin wegen Janet unterwegs, jetzt nicht wegen Michael. Und das auch sowas mal dann zu sehen, ist auch spannend, weil Janet hat eine echt große Fanbase, das denkt man immer so gar nicht. Also was denkt man gar nicht, aber wir als Michael-Fans kriegen das nicht so mit, weil wir in der Community halt nicht so richtig unterwegs sind. Aber die nennen sich halt Jan-Fan und da gibt es ganz, ganz große Gruppen, wo wirklich viele Mitglieder drin sind, die sich da über Janet austauschen und wo Michael halt auch wirklich dann in dem Moment auch nicht wirklich eine Rolle spielt. Ne? Der wird dann halt mal erwähnt, Happy Birthday Michael, so. Aber da ist dann halt Janet der Star. Und finde ich... Ja, sei ihr gegönnt, ist voll, voll in Ordnung. Das hat mich jetzt wirklich mal interessiert, weil ich da keine Ahnung von habe. Und ich habe auch so einen Eindruck, dass... Auch wirklich ohne das irgendwie geprüft zu haben, aber so in Europa ist Janet nicht so bekannt wie jetzt zum Beispiel Michael Jackson. Ja, das stimmt. Das sieht man allen schon daran, wie selten sie im Radio gespielt wird und wie oft Michael im Radio gespielt wird. Ja, das stimmt. Manchmal wird sie gespielt, aber ganz, ganz selten. Also Michael wird schon so bei uns hier so 2-3 Mal am Tag gespielt. Ja, das stimmt. Und Janet, wenn man Glück hat, mal so einmal im halben Jahr. Und das ist halt, da merkt man das. Ich glaube auch, weil die letzten Alben von ihr eben auch Platz 1 in den USA waren. Also das hatte sie ja immer irgendwie geschafft. Aber in Europa eben nicht mehr. Und die Promotion lief ja hier dann auch nicht mehr so groß. Und aber ich glaube einfach, dass sie trotzdem echt eine große Fanbase hat. Und auch gerade in den USA, glaube ich, hat man ja jetzt auch gesehen, wie ausverkauft die Konzerte waren und wie gut sie da ankam und dass sie da auch noch Zusatzkonzerte gegeben hat in Städten, wo die Nachfrage richtig groß war. Und das finde ich halt auch richtig schön und das gönne ich ihr von Herzen. Und es war einfach jetzt auch schön zu sehen, wie wir am Anfang sagten, da auf dem Konzert, wie viele im Janet-Look kamen und mit Janet-T-Shirts und so. Das war echt mal was ganz anderes. Das war toll zu sehen, ne? Das war richtig schön. Und ich weiß, dass sie mal irgendwann gesagt hat, oder nicht gesagt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ein bisschen nervig ist, wenn man zum Beispiel auf ein Janet-Konzert geht und alle kommen im Michael-Jackson-T-Shirt. Also ich würde dann ein Janet-T-Shirt anziehen oder eben was Neutrales. Und so haben wir das auch bei TJ, also bei Sweet Tea haben wir das ja auch so gemacht, obwohl die, glaube ich, gar nichts dagegen hätten. Die identifizieren sich ja immer sehr mit Michael. Aber ich finde es dann schön, wenn man dann eben vielleicht ein T-Shirt von demjenigen Künstler hat, dass man das eben anzieht und wenn man eben nur Michael hat, dann vielleicht eben neutral kommt, dass man nicht in der ersten Reihe nur Leute mit Michael Jackson T-Shirts sieht und denkt, die sind ja eh alle nur da, weil ich die Schwester bin. Ja. So. Wenn ich mit euch dann mal hingehe, dann mache ich mir ein T-Shirt mit dem Rolling Stone Cover. Ne? So, das geht auch. Erinnerung an alte Zeiten. Geht auch. Auf jeden Fall. Ja. Nein, aber die Atmosphäre war halt sehr, sehr schön und ich glaube einfach, dass man Janet da echt zugute halten muss, dass sie immer noch präsent ist und viele Leute anspricht. Und ich würde ihr auch gönnen, dass sie in Europa wieder ein bisschen mehr Zuspruch bekommt. Und wer weiß, wenn sie ein neues Album rausbringt, dann ist ja vielleicht der ein oder andere Song dabei, der es auch international mal wieder in die Charts schafft. Ne? Man sieht es jetzt bei Kylie Minogue mit ihrem neuen Song, Padam Padam, der ist in ganz vielen Ländern jetzt auch ganz oben dabei. Und Mazedonien überall. Ja. Genau, deswegen, das kann auch ja eine Janet schaffen und ich bin gespannt. Cool. Bleibt spannend bei Janet. Ja, und bei den Jacksons generell und bei Michael auch. Sowieso. Bei Jacksons generell, richtig. Gott, genau. Das Biopic, egal, anderes Thema. Ja. Nee, aber zeigt doch auch, dass es nicht langweilig wird. Ne? Richtig. Und, die Themen werden uns so schnell nicht ausgehen. Nein, das ist das Gute. Genau, richtig. Musst du noch parallel einen zweiten Podcast dazu aufmachen. Richtig, genau, für die Jacksons. Ja, einen nur Michael Jackson und einen, der sich immer unterteilt zwischen der Familie, Janet, Sweetie, die Jacksons. Genau. Ja, das wäre auch witzig. Ja. Aber für heute fand ich es auf jeden Fall super, mit Janet da so einen Fokus drauf zu legen und wie so oft natürlich nur Dinge antippen zu können und dem einen oder anderen vielleicht mal was
dem einen oder der anderen vielleicht mal was präsentiert zu haben, bei der die Person dann sagt, oh, kannte ich noch nicht, mhm, oder oh, das klingt spannend, oder habe ich schon länger nicht mehr gehört oder nicht mehr gesehen und so, und vielleicht da wieder ein bisschen Interesse weckt. Das fände ich richtig schön. Ja, das würde mir auch gefallen, dass der ein oder andere sagt, Mensch, ja stimmt, das ist super interessant, ich höre mal wieder öfter bei Janet rein und entdeckt vielleicht das ein oder andere wieder neu für sich. Ich kenne das selbst, wenn man Alben vielleicht ganz lange nicht gehört hat und hört die dann wieder, dann fällt einem auf, Mensch, der Song, der, ach Mensch, hat mir schon immer gut gefallen, warum habe ich ihn so lange nicht gehört? Und man entdeckt dann wieder ganz neue Dinge. Und das kann man vielleicht dann echt auch jetzt nochmal mit Janet erleben. Gerade jetzt, wo vielleicht neue Dinge von ihr kommen in den nächsten Monaten oder so, das wäre ja schön. Und dann ist man ein bisschen vorbereitet und in Vorfreude, wenn man nochmal in die Alben reinhört. Lohnt sich auf jeden Fall. Oder die Videos sich nochmal anschauen. Oder sich die Videos anschauen. Genau. Oder du guckst dir mit deinem Freund auch nochmal Janet Videos an. Janet Interviews, genau. Genau. Und wir laden natürlich alle Hörerinnen und Hörer ein, auch hier fleißig zu kommentieren, welche Songs, welche Alben, welche Ära, welche Interviews sind euch von Janet besonders im Gedächtnis geblieben? Was sind eure Highlights? Was kanntet ihr vielleicht jetzt hier in unserem Gespräch noch gar nicht? Was ist neu? Was ist schon altbekannt? Das wäre natürlich ganz spannend. Wir freuen uns da über Kommentare, über Feedback. Und jetzt fällt mir auf, wir haben gar nicht über ihre Tattoos gesprochen. Egal. Ja, stimmt. Ja, siehst du, haben wir direkt wieder was angeteased. Fürs nächste Mal. Richtig, genau. Teil 2. Ja, genau. Ich fand es aber super schön mit euch. Fand ich auch. Ich bedanke mich herzlich, dass, wie gesagt, dieses euch gebannt lauschen, wie ihr losschwärmt, das hat mir eben, das hat mir heute den Abend wunderbar versüßt. Also vielen Dank. Davon zehre ich jetzt noch ganz lange. Ja, und wir sowieso. Wir haben die Erinnerung noch ganz lange präsent. Dann dürft ihr gleich die Schlussworte auch machen. Ihr dürft euch dann, ihr versteht euch ja so gut, ihr kriegt das schon hin, wer am Schluss spricht. Ich mache das jetzt, ich bin jetzt gleich ganz fein raus. Ich sage einfach nur, ihr kennt es wahrscheinlich auch besser als ich. Was haben wir alles? Auf YouTube MJJ Reviews, wir haben auf Instagram der MJ Podcast, wir haben den Malibu Fanclub auf Facebook, wir haben den Malibu Fanclub auch auf Instagram. Und an der Stelle sage ich dann einfach nur danke fürs Zuhören, euch danke fürs Erzählen, ihr beiden, und die Fanbase, die Community gehört euch. Ich sage jetzt schon tschüss. Danke, Matthias, überhaupt auch für die Möglichkeit, für die Idee. War super, hat sich ja jetzt angeboten. Danke fürs durch die Folge führen. Das machst du sowieso immer super. Und ich habe mich natürlich heute ganz besonders gefreut, dass eine meiner engsten Freunde mit in diesem Podcast mal waren und dass Vanni mal diese Erfahrung machen durfte. Und ich glaube, die hat es auch Spaß gemacht. Und ich freue mich auf alles, was wir in der nächsten Zeit noch erleben werden. Und ich bin dankbar für alles, was wir bislang erlebt haben. Und finde es schön, dass du heute da warst. Und gebe dir jetzt das Schlusswort. Och, was für eine Ehre, jetzt hier das Schlusswort zu haben. Also ich fand es auch super mit euch hier. Ich war ganz gespannt, wie das so ist. Es hat megamäßig Spaß gemacht, mit euch über Janet und Co. zu quatschen. Und ja, aber wie ich merke, kann man noch viel, viel mehr über Janet zu erzählen. Also es war bestimmt nicht das letzte Mal. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für die Chance und sage bis zum nächsten Mal. Tschö!